sage dir, Asrael, ich ertrage es nicht mehr. Werde ich sie denn nie fangen? Werden sie mir denn immer entkommen? Gibt es keine Gerechtigkeit in der Welt? Es ist nicht fair, es ist nicht fair, nicht fair! Papa Schlumpf wäre bestimmt nicht damit einverstanden, Jokey. Ja, was haben wir denn hier? Etwa ein kleines Geschenk von meiner lieben Mami? Ach, pfui, pfui, Schlumpfbärenmarmelade ist ja widerlich. Wegen dieser Schandtat werde ich euch kriegen, das verspreche ich euch. Besser als Honig, besser als Schokolade. Es gibt doch nichts Besseres als Schlumpfbärenmarmelade. Torti macht gerade Schlumpfbeer-Honigkuchen, Handy. Ich wette, Torti macht den besten Schlumpfbeeren-Honigkuchen der Welt, Schlumpfine. Torti macht den besten Schlumpfbeeren-Honigkuchen auf der Welt. Natürlich kann nicht mal mein Gehirn über alle Geheimnisse dieses Waldes Bescheid wissen. Doch dafür hat es eine Fauli, sieh mal, was du wieder angerichtet hast. Aber ich hab doch gar nichts gemacht. Fauli, nur weil sie so gut schmecken, verzeih ich dir deine ungezogene Verhaltensweise. Scheußlicher Geschmack, wie können Sie das bloß zu sich nehmen, ohne dass Ihnen dauernd übel wird? Vielleicht sollte ich ja. Wieso nicht? Das ist es. Das ist perfekt. Jetzt weiß ich, wie ich Sie quälen kann, Asrael. Ich werde die Schlumpfbeerenstäucher zerstören. Ich wünschte, Torti würde sich mit dem Schlumpfbeeren-Honigkuchen beeilen. Geduld, Hefti, hab Geduld! Oh, Baby, ist das nicht aufregend? Dein allererster Schlumpfbeer-Honigkuchen. Torti lässt sich aber viel Zeit für den Kuchen, Papa Schlumpf. Na, hör mal, Schlaubi, ich bin sicher, wir können Torti vertrauen. Hab nur Geduld. Ich hasse das Wort Geduld! Ich habe es. Perfekt. Bis auf die letzte Schlumpfbeere. Verschlumpft ist er gut. Der beste Kuchen, den ich je gemacht habe. Ja, ich gebe zu, Torti, du hast wirklich die Gastronomie auf das Niveau der Kunst gebracht. Ehrlich? Mach ein Bäumchen auf, Kleines. Und nun, meine kleinen Schlümpfe, lasst uns Mutter Natur danken, die uns eine so gute Mahlzeit geschenkt hat. Nicht zu vergessen Torti, den exzellenten Gastronom, Meister der Schlumpfbeeren. Hurra! 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 Was würden wir je ohne die Schlumpfbeeren machen, Papa Schlumpf? Das weiß ich auch nicht, Torti. Ich glaube, das wäre eine Katastrophe. So, ihr mögt also Schlumpfbeeren. Mal sehen, wie euch das gefällt. Es hat funktioniert. Ich bin ein Genie, Asrael. Das Ergebnis übertrifft meine kühnsten Träume. Schau nur, wie sie eingehen. Schau, wie sie eingehen, Schlümpfe. Ihr werdet keinen Schlumpfbeerkuchen mehr haben. Das hier ist der letzte Kuchen, Schlümpfe. Wir brauchen viel mehr Schlumpfbeeren. Die holen wir dir, Torti. Keine Sorge. Ja, verlass dich drauf. Wir holen die Schlumpfbeeren jetzt sofort. Das ist der letzte, Asrael. Der letzte. Der allerletzte. Natürlich der allerletzte Schlumpfbeerenbusch. Wenn die Schlümpfe Schlumpfbeeren wollen, müssen sie zu mir kommen. Ja. Oh, es gibt keine einzige Schlumpfbeere mehr. Was soll ich nur ohne Schlumpfbeeren machen? Nun, wie ich es sehe, Leute, werden wir nicht gleich in Panik geraten, sondern wir müssten alles tun, um diesen Engpass zu überwinden, denn... Wir gehen zu Papa Schlumpf. Er wird wissen, was zu tun ist. Papa Schlumpf! Du wirst sehen, Asrael, du wirst es sehen. Bald werden sie mit heraushängender Zunge zu mir kommen und nach Schlumpfbeeren betteln. Und werde ich ihnen welche geben? Nein. Papa Schlumpf, Papa Schlumpf! Papa Schlumpf, Papa Schlumpf! Die Schlumpfbeerenbüsche sind alle tot. Tot? Es gibt keinen einzigen Schlumpfbeerenbusch mehr. Was machen wir jetzt, Papa Schlumpf? Dahinter steckt ganz bestimmt Gargamel.
Aber es ist nicht alles verloren, meine Schlümpfe. Torti, gibt es nicht noch Schlumpfbeerensamen im Lager? Seht ihr? Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Ich sag dir, dass Papa Schlumpf eine Lösung finden wird. Es gibt keinen einzigen Samen mehr, Papa Schlumpf. Keinen einzigen. Aber das ist unmöglich. Torti, hast du die letzten Samen verwendet? Ja, Papa Schlumpf, es tut mir wirklich leid. Ich hatte gestern noch Hunger und habe sie auf einen Pudding gestreut und... Großer Schlumpf, was nun? Ihr wollt Schlumpfbeeren! Ihr wollt Schlumpfbeeren! Baby Schlumpf will nicht essen, Papa Schlumpf! Ihr wollt Schlumpfbeeren! Ihr wollt Schlumpfbeeren! Ruhe, meine Schlümpfe, Ruhe! Torti hat sehr hart gearbeitet, um diese Mahlzeit vorzubereiten. Der allerletzte Schlumpfbeerenbusch. Der perfekte Köder für eine perfekte Falle. Oh, wie Schlangen hasse. Papa Schlumpf? Was gibt es, Schlaubi? Also, ich frage mich, Papa Schlumpf, ehrlichen Herzens, ob ich dir nicht irgendwie bei der Herstellung deines neuen Schlumpfbeerenersatzes helfen sollte. Dankeschön, aber ich glaube nicht, Schlaubi. Eins sage ich dir, Azrael, es gibt keinen Ersatz für Intelligenz. Ich kann es kaum erwarten, bis... Hey, unterlass das gefälligst. Ja. Verschwinde, du Vogel, du! Wenn ich etwas noch mehr hasse als Schlümpfe, dann sind es Schlumpfbeerenvögel. Ja. In Ordnung, Handy. Lass uns deine Schlumpfbeerenmaschine ausprobieren. Etwas schneller, Handy. Du machst das sehr gut. Halt mal an! Nun, Torti, fühlt sich sehr gut an. Yeah! Die Farbe ist auch richtig. Dann probier mal! Tut mir leid, Papa Schlumpf. Sie mögen wie Schlumpfbeeren aussehen, aber sie schmecken gar nicht wie Schlumpfbeeren. Oh. Was sollen wir jetzt tun, Papa Schlumpf? Es gibt nur noch eine Möglichkeit, meine kleinen Schlümpfe. Eine Expedition muss zurück zur Insel fahren, auf der Schlumpfbeeren zum ersten Mal entdeckt wurden. Oh, wow. Obwohl es ein sehr weiter Weg ist, befürchte ich, es ist unsere einzige Hoffnung. Je eher wir uns auf den Weg machen, desto früher bekommen wir die Schlumpfbeeren. Ja! Oh, Zwirn, ich danke dir. Es ist wunderschön. Es ist genau wie in alten Zeiten. Ich hasse die guten alten Zeiten. Denk nur, die Zukunft und das Glück der Schlümpfe liegt in unseren Händen. Oh, wie romantisch. Romantisch? Was ist denn romantisch daran, wenn man seekrank wird? Und was, darf ich fragen, haben Seestürme mit Romantik zu tun? Was ist romantisch an eiskalten Tagen und heißen Nächten? Romantik? Ich brat sie mir, ich koch sie mir, der Rest ist mir teuer und hold. Ich leg sie ein paar in Wein oder sechs und mach ich Gold. Hey! Ein Schlumpfbeerenbusch, das muss ich sofort Papa Schlumpf sagen. Ich sagte es Ihnen zweimal, aber keiner wollte auf mich hören. Was haben Sie da getan? Papa Schlumpf, Papa Schlumpf! Gargamel hat einen Schlumpfbeerenbusch. Holen wir ihn, Papa Schlumpf! Nein, Torti, das ist zu gefährlich. Es ist wahrscheinlich eine Falle. Kein einziger. Wie können Sie nur widerstehen? Sie müssen etwas im Schilde führen. Bloß was? Oh, diese schmerzenden Füße, diese kleinen blauen Biester, was haben sie bloß vor? Was haben wir denn hier? Sie haben Bäumchen gefällt und es gibt Wagenspuren. Sie führen zum Schlumpffluss, natürlich. Sie bauen ein Boot. Zweifellos eine Expedition zu der blöden Insel, um wieder Schlumpfbeeren zu pflücken. Komm, Azrael. Es ist nicht mehr weit, Azrael. Gleich sind wir am Schlumpffluss. Wir sind da. Was? Ein Schlammbad? Sie haben mich ausgetrickst, Azrael. Sie haben mich wieder ausgetrickst. So, diese miesen kleinen...
kleinen blauen Biester wollen also auf eine Seereise gehen. Ich werde dafür sorgen, dass es ihre letzte ist. Und wenn ihr wollt, für nur 6 Schlümpfe könnt ihr den Schlumpfbärenbusch haben. Freundliche Grüße, Gargamel. Das Goldfieber hat ihn wieder gepackt. Ich habe solchen Hunger auf Schlumpfbären, dass ich heulen könnte. Ich taufe dich SS Schlumpf 2. Kaum zu glauben. Ich taufe dich SS Schlumpf 2. Hurra! 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 Bedauerlicherweise kann ich an dieser Reise nicht teilnehmen, aber ich brauche euch ja wohl nicht daran zu erinnern, dass die Schlümpfe ohne Schlumpfbären gefährdet sind. Unsere Zukunft hängt von eurem Erfolg ab. Mach dir keine Sorgen, Papa Schlumpf, verstehst du? Unter meiner Führung bin ich sicher, dass... bin ich sicher? Also, ich bin sicher, dass... verstehst du? Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Da sind sie. Da ist das Boot. Sie segeln los. Ja, lass das, du Idiot! Au! Wer weiß, vielleicht bringt der Schlumpfbärenvogel uns auch ein. Ja! Meine kleinen Schlümpfe. Torti und Baby Schlumpf sind gefangen in einer von Gargamels Fallen. Oh nein! Ich hab ein Wandfall. Jetzt habe ich euch, ihr elenden Schlümpfe. Hilfe! Warum hilft uns denn keiner? Hör auf damit, Schlaumi. Wir dürfen jetzt nicht losdrehen. Ich will aber durchdrehen. Wir segeln in den Nebel, Schlümpfe. Ja, richtig. Wir nebeln in den Segel, wollte ich gerade vorschlagen. Jetzt entkommt ihr mir nicht mehr. Oh nein, Azrael, Sie wollen in den Nebel segeln. Sie werden es nicht glauben, Captain. Aber da draußen ist ein Spielzeugboot voller Mäuse. Und es wird von einem Verrückten in einem Ruderboot verfolgt. Alle Mann an Deck! Alle Mann an Deck! Da sind sie ja! Jetzt gibt es kein Entkommen mehr! Was sollen wir tun? Ach, Feuerwehr! Ja. Oh mein Gott, Piraten! Wir sind gerettet! Oh, was für ein wundervolles Abenteuer! Oh, ich glaube, ich werde grün! Morty, Baby Schlumpf, ist alles in Ordnung? Ja, aber beeil dich bitte. Die Schlange sieht hungrig aus. Ruhig, nicht bewegen. Hast du denn einen Plan, Papa Schlumpf? Mit Vögeln, Wölfen und Eichhörnchen sprechen, das kann ich. Ach, aber mit einer Schlange? Ob sie mich versteht? Ich gehe runter in die Grube, Papa Schlumpf. Dankeschön, du bist ein tapferer Schlumpf, Fauli. Aber ich habe hier die Verantwortung. Ganz ruhig bleiben. Langsam.
Du hör mal zu, mein Freund. Gargamel hat uns alle in der Falle. Oh, bitte, bitte, freundlicher Herr, ich flehe euch an. Nicht genug Wasser und Lebensmittel an Bord. Spring! Nein, bitte, ich gebe euch viel Gold, wenn ihr mich bleiben lasst. Und woher sollte solch ein Dummkopf wie du Gold haben? Die Schlümpfe, ich kann sie in Gold verwandeln. Ich glaube, einer, der denkt, dass er Mäuse in Gold verwandeln kann, muss ziemlich bekloppt sein, Captain. Spring! Oh nein, bitte! Spring! Ja! Aufwachen, Schlümpfe, aufwachen! Ich habe die Schlumpfbären gefunden! Hurra! Gleich hinter den Sanddünen! Ich hoffe, wie toll, wir sind gerettet! Fantastisch! Dann wollen wir mal endlich wieder Schlumpfbären! Die Schlümpfe, die sind fantastisch! Es gibt nur eins, das ich lieber sehe als mich. Und das bin ich beim Schlumpfbären essen. Oh, ich kann keine Schlumpfbären mehr essen. Aber oh, sie sind so gut. Ja! Gleich haben wir es geschafft. Langsam runter, ruhig. Nicht bewegen, Totti. Nicht bewegen. Oh nein! Ja. Oh, Azrael, was für ein großes Unglück, verlassen auf einer einsamen Insel. Und das alles nur wegen dieser blöden Schlümpfe. Was ist das für ein ekliger Geruch? Schlumpfbeeren. Beeilt euch, Schlümpfe. Zeit und Flut warten auf keinen Schlumpf. Was für ein Glück, die Schlumpfbeereninsel. Gleich werde ich meine Hände an diese kleinen blauen Biester legen. Sind diese Kreaturen, die es wagen, mein Reich zu betreten? Kommt, Freunde, lasst es uns herausfinden. Wer wagt es denn, mich zu bestehlen? Ich bin Captain Traubi, Ma'am. Und das ist meine Mannschaft. Oh, bitte, wir wollen doch nur eine Handvoll mitnehmen. Der gemeine alte Gargamel hat alle unsere Schlumpfbeerbüsche zerstört. Und wir wollen nur ein paar Samen. Wer ist dieser Gargamel? Hat jemand meinen Namen erwähnt? Gargamel! Ich wollte dich nicht verängstigen, mein Freund. Du hast recht. Es war sehr gemein, dich in die Grube zu werfen. Lasst uns diese Beeren pflücken und feiern, Papa Schlumpf. Ich fürchte, hier wird keine Feier stattfinden, bis die Schlumpf 2 wieder zurückgekommen ist. Und außerdem kann Gargamel jeden Moment kommen. Meine verehrte Dame, diese undankbaren blauen Geschöpfe gehören mir. Ich verpflege sie, ich gebe ihnen Unterkunft, ich liebe sie. Aber meinen Sie, sie sind dankbar, einmal den Rücken gekehrt und sie sind weg. Oh, Gargamel, das stimmt nicht. Er ist so gemein und böse und wir haben keinen Moment Ruhe. Genug. Offensichtlich ist einer hier ein Lügner. Ich verabscheue jemanden, der lügt. Ich verachte Lügner. Aber ich habe meine Methoden, die Wahrheit herauszufinden. Nicht wahr, mein Liebes? Schlumpfbeereninsel. Gargamel weiß davon, Papa Schlumpf. Glaubst du, er ist ihnen gefolgt, Papa Schlumpf? Ja, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Helft mir herauszukommen! Beeilt euch, meine Schlümpfe, Beeilung! Wo ist Totti? Totti! Ja, Papa Schlumpf? Nimm dich zusammen, Totti! Ups, Entschuldigung, Papa Schlumpf, aber plötzlich hatte ich dieses Gefühl... Ich weiß, Totti, ich weiß. Meine Möwen haben die Fähigkeit, sich Einsicht in Dinge zu verschaffen. Besonders, wenn es um die Wahrheit geht. Seid gewarnt. Versucht nicht zu lügen, sonst werden sie eure Nasen abhacken. Nun, du dort, wie ist eure Geschichte? Also, es ist so. Der Gargamel hat alle unsere Schlumpfbeerbüsche zerstört und dann... Ich bin gezwungen, dich um einen Gefallen zu bitten, mein Freund. Oh, was habe ich für diese armen Geschöpfe geopfert? Und was habe ich sie liebevoll umsorgt? Und das ist nun also der Dank. So wird meine Liebe erwidert. Einfach abhauen, das ist... Ich verstehe. Nein, 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 nein. Verschwindet, lass mich.
Ich schlage vor, wir bauen noch ein Schiff, Papa Schlumpf. Noch nicht, Andy. Wir werden lieber noch ein paar Tage warten. Meinst du, dass sie wirklich zurückkommen, Papa Schlumpf? Natürlich kommen sie zurück, Fauli. Ich vermisse sie, Papa Schlumpf. Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Hurra! Hurra! Willkommen zu Hause! Oh, sieh! Das Baby Schlumpf! So etwas habe ich noch nie gesehen, Papa Schlumpf. Anker, runterlassen! Ei, ei, Captain! Ich sehe, du hast einige Veränderungen vorgenommen, Captain Traumi. Es hat geregnet, Sir! Unglaublich. Unglaublich, einfach unglaublich, wie diese Schlümpfe lügen können. Oh, was für eine Reise. Weißt du, was ich noch mehr hasse als Schlümpfe? Seemöwen. Oh nein! Und weißt du, was ich noch mehr hasse als Seemöwen? Schlangen. Oh ja, Israel, jetzt ist mir für die Schlümpfe endlich etwas ganz Besonderes eingefallen. Eine entzückend tödliche Krankheit. Man nennt sie den Hüpfhusten. Diese Krankheit wird die Schlümpfe unkontrollierbar hüpfen und husten lassen wie einen Haufen kleiner blauer Frösche. Nun ja, und Schlümpfe, die durch die Gegend hüpfen und husten, kann man natürlich ganz leicht fangen. Und jetzt noch die letzten Zutaten. 2 Hasenhaare, Springbohnen und 3 Gramm Hopfen. Ach, Azrael, ist das nicht amüsant, dass die Krankheit dir diese widerliche, stinkende Pest vernichtet? Wie ein Hauch im Morgenwind auf sie niederschweben wird. In kürzester Zeit werden alle Schlümpfe in meine Falle gehüpft sein. Na los doch, Freunde, jetzt seid ihr dran. Guck doch mal. Baby Schlumpf möchte anscheinend auch gern Schlumpfrosch spielen. Ja, es wird nicht mehr lange dauern, dann kann Baby Schlumpf genauso hüpfen wie wir. Oh je, irgendwas stimmt mit Baby nicht. Hey, Baby hat sich doch hoffentlich nicht erkältet. Also so eine Erkältung habe ich noch nie gesehen. Ach du armes Kleines, wir müssen dich sofort zu Papa Schlumpf bringen. Es hustet und hüpft dabei. Das ist ja eine eigenartige Erkältung. Baby, komm zurück! Baby Schlumpf, wo willst du hin? Komm zurück! La 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 la, lo 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 lo. Hey, Toulouse Beauty, halte Baby auf! Toulouse, guck da! Notre Dame des Fleurs! Voilà, ich habe gefangen das hüpfende Baby! Wie schießt das Baby ist entkommen! Ich fang den kleinen Schreihals! Ha, ich hab ihn! Hoffentlich geht's unserem Baby bald wieder besser. Keine Sorge, Beauty. Papa Schlumpf wird schon ein Mittel finden. Ein geschultes Ohr hört das doch sofort. Baby hat entweder eine leichte Foschisyporvia oder einen Anfall von Springilitis. Das glaube ich nicht, Schlaugi. Ich eigentlich auch nicht, Papa Schlumpf. Es war nur der Versuch, den anderen Schlümpfen die Sorge um Baby zu nehmen. Baby Schlumpf hat leider eine sehr schwere Krankheit. Wie heißt sie denn, Papa Schlumpf? Es ist eine seltene und oft tödliche Krankheit, Hüpfhusten genannt. Oh nein, der Hüpfhusten! Und was kann man dagegen tun? 3 Dinge brauchen wir, um Baby zu heilen. Und wie wären, Papa Schlumpf? Als erstes brauchen wir Penicillium, Schlamm aus den Schlammminen. Den besorge ich natürlich, Papa Schlumpf. Gut, Schürfi Schlumpf. Und du, Handy, musst ein Reagenzglas mit Dampf aus der Dämonenquelle holen. Ist so gut wie erledigt, Papa Schlumpf. Das Wichtigste für die Medizin jedoch ist die Schwanzfeder eines hüpfenden Storches. Hefti, ich möchte... Bin schon auf dem Weg, Papa Schlumpf. Wo findet man denn sowas? Auf dem bösen Berg.
Dem Hüpfusenberg? Diese Karte wird euch den Weg zeigen. Da ich ein außergewöhnlich guter Landkartenleser bin, werde ich Schlaubi Schlumpf Heftis Bergsteigergruppe anführen. Gut, Schlaubi, ich bleibe hier und sorge dafür, dass sich die Seuche nicht weiter ausbreitet. Aber wir müssen das Mittel noch vor Sonnenuntergang haben, sonst werden wir uns alle an der Krankheit anstecken. Noch höre ich keinen einzigen Huster, Asrael, aber es wird nicht mehr lange dauern. Viel Glück, meine kleinen Schlümpfe, und seid schön vorsichtig. Aber klar, Papa Schlumpf. Noch niemals war ein Schlumpf je auf dem bösen Berg. Mach dir keine Sorgen, Hefti. Es kann uns überhaupt nichts passieren, weil ich, Schlaubi Schlumpf, der Leiter dieser Expedition bin. Wenn du das sagst, muss es ja stimmen. Klamsi! Oh, hallo, Schlaubi, Hefti, Naturi. Was zum Teufel hast du denn hier verloren? Ich will Baby doch auch helfen. Nun sei doch nicht töricht, Klamsi. Bergsteiger müssen gut zu Fuß sein und beweglich. Du bist tollpatschig. Ah, stimmt ja, das hatte ich ganz vergessen. Du gehst besser wieder ins Dorf zurück. Ah, na gut, Schlaubi. Also, ich verstehe das nicht. Manche Schlümpfe kennen aber auch gar nicht ihre Grenzen. Und kein Schlumpf weiß das besser als du, nicht, Schlaubi? Los, auf geht's! Klamsi, Klamsi, Klamsi! Wie sollen wir die Feder vom hüpfenden Storch besorgen, wenn du uns immer aufhältst? Wenn Papa Schlumpf deine Hilfe gewollt hätte, hätte er dich zu den Dämonenquellen oder den Schlammminen geschickt. Aber nicht doch, Klamsi. Deswegen musst du dich doch nicht gleich derart echauffieren. Fangen Sie, Asrael, fangen Sie! Lass sie nicht entkommen, du räudiges Mistvieh! Oh mein, jetzt wird's ungemütlich! Jetzt sind wir in der Falle, was nun? Ah, da kommt ja unser Führer. Fragen wir doch ihn. Hilfe! Ich hab ihn! Nun fange doch diesen... Schaut mal, wir haben kostbare Zeit verloren. Nur nicht aufgeben, Hefti, wir schaffen das schon. Aua, 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 Sie sind entkommen, Asrael. Was soll's, ein paar Schlümpfe haben sich sicher schon mit dem Husten angesteckt, sonst wären sie ja nicht auf dem Weg zum bösen Berg. Autsch. Also gut, sollen sie sich doch ihre Feder holen. Wir können sie immer noch bei der Schlammmine schnappen. Oh, weia, hoffentlich ist ihnen nichts passiert. Ach, herrje, sie haben die Karte verloren. Jetzt werden sie den hüpfenden Storch niemals finden. Ich bring die Karte lieber zu Papa Schlumpf. Aber Schlaubi braucht sie doch. Aber Schlaubi wird sauer, wenn ich ihm wieder folge. Aber Papa Schlumpf wäre sauer, wenn ich... Unser armes Baby wird immer schwächer, Poeti. Wir brauchen das Mittel ganz dringend. Das Baby war noch ganz gesund, bevor es kam, so auf den... Oh je! Das ist er ja, der böse Berg. Ich hab doch gesagt, ich würde ihn finden. Den Berg zu finden ist eine Sache. Rauf zu klettern eine andere. Keine Sorge, Hefti, die Berge sind doch unsere Freunde. Der sieht aber nicht besonders freundlich aus. Mir ist es aber ganz schön gruselig. Oh, lass uns schnell unseren Dampf holen und dann nicht wie weg hier. Ah, ich hasse Dampf. Da müssen sie sein, die Schlammminen. Das ist mein schönstes Untertage zu schürfen. Noch mehr Schlumpfspuren, Asrael. Sie sind da drin gefangen. Papa Schlumpf hat gesagt, wir müssten erst den Wiegenfels finden und dann sollten wir der Karte folgen. Oh, weia. Auf den Berg schaffe ich es nie und nimmer. Aber Schlaubi braucht doch die Karte, um den hüpfenden Storch zu finden. Ich muss es versuchen. Ah! Ui, ich muss es nochmal versuchen. Zellavi, das wird meine schönste, aber auch meine letzte Meisterwerk werden.
Nicht doch, Toulouse. Die Expeditionen haben noch einen halben Tag, um die Essenzen für die Medizin herzubringen. Ah, oui, Papa Schlumpf. Aber, sacre bleu. Ich glaube, jetzt habe ich auch den Hüpf. Erstaunlich. Das sind die. Oh, die Dämonen. Schnell die Dampfuhren und zurück nach Hause. Ich würde ja gern wissen, warum man diesen Ort Dämonenquellen nennt. Ich will es überhaupt nicht wissen. Jetzt trödel hier nicht rum. Ich hasse Dämonenquellen. Oh je, Mini. Wir sind umzingelt. Oh, Handy, wenn wir es nicht schaffen, den Dampf ins Dorf zu bringen, wird Baby nie wieder gesund werden. Oh. Lass ihn nicht weghüpfen, Party. Ja, festhalten. Sacre bleu. Ins Bett mit ihm, aber sofort. Hier, ja, Papa Schlumpf. Ich hoffe, diese kleine Überraschung heitert dich etwas auf. Dank dir, Jokey, aber jetzt nicht. Aber Pa, Pa. Das ist der Wiegenfels, wie Papa Schlumpf gesagt hat. Zeit für euren Bergführer Papa Schlumpfs Karte zu lesen. Würdest du sie bitte mal aus meinem Rucksack nehmen, Hefty? Schlaubi, die Karte ist weg! Dann habe ich sie auf der Flucht verloren. Wie finden wir denn jetzt das Nest vom hüpfenden Storch? Oh, jetzt reicht es mir aber langsam. Ihr braucht euch nicht zu sorgen, meine Freunde. Ich, Schlaubi Schlumpf, habe diese Karte natürlich in meinem Gedächtnis gespeichert. Erst gehen wir 3 Schritte vorwärts, dann 2 Schritte nach rechts und dann abwärts! Schlaubi! Festhalten, Naturi! Grüß dich, Schlaubi! Du hast deine Karte verloren! Es ist hier drin ja so dunkel, ich kann mich kaum sehen. Judy, du solltest dir um Baby Sorgen machen und nicht um dein Aussehen. Es kann nicht mehr weit sein. Meine Fresse, da ist es! Wow, das sieht ja abscheulich aus! Papa Schlumpf sagt, dieser Schlamm heilt beinahe alles. Hauptsache, er heilt den Hüpfhusten. Sie versuchen also, den Hüpfhusten zu heilen. Nee. Das werde ich nicht zulassen. Wenn dieser Fetzbock auf Sie drauffällt, werden Sie Ihren albernen Plan wohl aufgeben müssen. Sehr schwer, dieser Fetzbock. Es hilft nichts, Beauty. Wir brauchen diesen Schlamm, um die Medizin gegen den Hüpfhusten herzustellen. Ich finde ihn aber immer noch grässlich. Ah, das ist doch schön. Jetzt geht's los, Azrael. Aufpassen. Oh. Ich schaff's. Ich hab noch nie im Leben einen Schacht schreien hören. Nur noch ein paar Stunden bis zum Sonnenuntergang. Wir müssen uns beeilen. Da ist die Klippe. Und da der hüpfende Storch. Ja, wir müssen über ihn hinwegklettern und dann einen Schlumpf in sein Nest runterlassen. Ich bin heute schon genug runtergelassen worden, ohne mich. Oh, Hefty, bitte, lass mich das machen. Tut mir leid, Clumsy, aber Naturi ist wohl besser geeignet. So ist es. Papa Schlumpf hat doch gesagt, Naturi ist der einzige Schlumpf, der den Storch bitten kann, uns eine seiner Federn zu überlassen. Die Schlümpfe in der Schlammine haben doch nur Glück gehabt, Azrael. Dafür müssen eben jetzt die anderen daran glauben. Sieh mal einer an, es scheint, als bräuchten wir überhaupt keinen Finger zu rühren. Oh, Azrael, das verspricht ein großartiges Schauspiel zu werden. Au! Was ist das? Ach, das kitzelt! Diese Dampfdämonen sind ja ganz grauenhaft! Vielleicht sind sie doch nicht so grauenhaft, wie ich dachte. Jetzt aber los! Wir können immer noch vor Sonnenuntergang zu Hause sein. Baby, komm zurück! Bringt alle Schlümpfe, die den Hüpfhusten haben, in mein Haus. Ja, Papa Schlumpf. Papa Schlumpf, wir haben den Schlamm. Baby, warte doch mal. Ich hab Baby gefangen, Papa Schlumpf. Gut gemacht, Schlumpfi. Und ihr habt den Penicillium-Schlamm? Hier ist er, Papa Schlumpf. Gut, gut.
Hoffentlich kommen die anderen rechtzeitig zurück. Unser gefiederter Freund ist noch da. Gut. Schlaubi und ich werden dich abseilen. Alles klar, ich bin soweit. Hey, Hefti. Ich würde gern helfen. Hier, Clumsy. Binde doch mal das Seil um, Naturi. Oh, natürlich, Hefti. Ja. Clumsy! Oh, der arme Clumsy. Wenn ich ihn doch nur zu Lebzeiten besser behandelt hätte. Wenn ich doch nur nicht so gemein zu ihm gewesen wäre und ihn andauernd einen tollpatschigen Ungeschick... Alles in Ordnung. Alles in Ordnung? Tag, mein Vögelchen. Jetzt hör mal zu. Du kommst sofort wieder hier nach oben, du tollpatschiger Unge... Oh nein! Oh, Feuer! Hey, lass ihn los, Storch! Nein, bloß nicht loslassen! Bitte bring ihn wieder zurück! Oh, der arme Clumsy. Jetzt können wir unser Dorf nicht vor dem Hüpfhusten retten. Was können wir denn jetzt noch unter... Oh nein! Das ist das Ende. Es ist das Ende. Oh, Jemini, sieht so aus, als ob alle Schlümpfe im Dorf den Hüpfhusten haben. Ich hasse den Hüpfhusten. Ich hasse... Ist dir was passiert, Muffi? Ich hasse Tirelli. Komm schon, Schlumpfine, vielleicht ist es ja noch nicht zu spät. Papa Schlumpf! Ach, Papa Schlumpf, ist es zu spät? Naja, Schlumpfine, ohne die Feder des hüpfenden Storches kann die Medizin nicht wirken. Ach, je. Sie ist vom Winde verweht. Erstaunlich. Schlumpfine, komm zurück. Hilf mir doch, ich fliege weg! Robert, sie ist weggeflogen. Ah, vielleicht dreht sich der Wind. Und was machen wir jetzt, Papa Schlumpf? Folgt mir! Rauf schaffe ich den Berg ja wohl nicht. Höchstens runter. Oh, weia, ich hoffe ja nur, dass ich... wenn ich wenigstens was zu essen hätte. Bergbären? Hey, scheint ja mein Glückstag zu sein. Die schmecken richtig gut. Ach, da ist ja wieder der Storch. Ui, hast du Probleme, Vögelchen? Nur keine Bange, ich helf dir. Hallo, Kätzchen! Ja, jetzt geht das wieder los! Ach, was für ein schlimmer Tag! Wenn ich doch wenigstens davon träumen könnte, die Schlümpfe ein für alle Mal zu fangen! Asael, hast du das gehört? Eine Schlumpfine, die fliegt? Oder ist das alles etwa nur ein Traum? Ja, direkt auf Gargamels Haus zu. Ich träume nicht, sie fliegt genau in meine Richtung. Dann wird ja heute doch noch alles gut. Oh, Jemine, wie soll ich bloß wieder nach unten kommen? Hierher geflogen. Durch Gargamel. Ja, hier ist die Einflugschneise. Ja, oh, verdammt. Komm zurück, du blauer Mistkäfer. Ja, aua. Ich schwebe ja ins Dorf zurück. Ach, herrje, Schlamm zu kochen ist nicht gerade meine Lieblingsbeschäftigung. Aber irgendjemand muss es ja machen.
Ich mache am besten gleich genügend fürs nächste Jahr mit. Ich kriege dich, und wenn es das Letzte ist, was ich... Nun muss ich das schreckliche Zeug nur noch abliefern, also gut. Du meine Güte, das ist ja wieder stark geworden. So, bloß weg damit. Auf nimmer Wiedersehen. Au! Wie bin ich bloß hierher gekommen? Sie kommt wieder zurück, meine kleinen Schlümpfe. Alle Schlümpfe stillhalten. Ich hab sie. Ja. Hefti, komm zurück. Hefti, komm zurück. Ah, Hefti, wir hatten schon die Hoffnung verloren. Hallo Jungs, wir haben den Schlamm und auch den Dampf. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist... Tut mir leid, Papa Schlumpf. Wir haben versagt. Wir haben es nicht geschafft, die Feder zu besorgen. Und obendrein ist uns Clumsy verloren gegangen. Clumsy? Ich war so beschäftigt, ich habe gar nicht gemerkt, dass er weg ist. Was ist passiert? Wir hatten deine Landkarte verloren. Clumsy fand sie und der tapfere kleine Kerl ist uns gefolgt. Und dann fiel er in das Storchennest und der Storch ist glatt mit ihm davon geflogen. Oh, Papa Schlumpf, wir werden den armen Clumsy niemals wieder so... Grüß dich, Schlumpf. Oh. Hier ist die Feder, Papa Schlumpf. Hey! Anständig von dir, dass du ihn die Karte hinterhergetragen hast, Clumsy. Aber wie hast du den hüpfenden Storch dazu gebracht, dich nach Hause zu bringen? Wir haben uns sehr gut verstanden, Papa Schlumpf. Sieh mal einer an. So, hiermit ist die Medizin gegen den Hüpfhusten fertig. Und die müssen wir jetzt trinken? Naja, nicht direkt. Eigentlich nicht. So, alle Schlümpfe, die den Hüpfhusten hatten, sind kuriert. Autsch! Und die Impfung wird dafür sorgen, dass die anderen Schlümpfe sich nicht anstecken. Autsch! Wir sind alle stolz auf dich, Clumsy. Wenn du den hüpfenden Storch nicht überredet hättest, uns eine seiner Federn zu überlassen, naja, dann... Autsch! 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 Ah, ein herrlicher Anblick für Schlumpfaugen. All meine kleinen Schlümpfe sind mit der Ernte beschäftigt. Ah! Pauli? Was? Oh, ich komme, Papa Schlumpf. Wieso hilfst du nicht mit, die Ernte einzubringen? Oh, ich wollte gerade anfangen, Papa Schlumpf, aber ich habe furchtbare Schlumpfschmerzen und mein Rücken tut so weh. In meinem Bauch schlumpft es und so. Gut, du hast dich jetzt genug ausgeruht. Geh und bring uns endlich Wasser. Ja, sofort, Papa Schlumpf. Jetzt könnte ich einen Schluck Wasser vertragen. Das könnten wir auch, aber Fauli hat uns kein frisches Wasser geholt. War es nicht? Ich wette, er schläft irgendwo schon wieder. Na, wenn ich den finde, werde ich ihm mal gehörig meine Meinung verschlumpfen. Eine Frechheit. Niemand führt Papa Schlumpf an der Nase herum und wer... Au! Du gehst sofort in den Wald und das Brennholz besorgen, Fauli. Ja, Papa Schlumpf. Gute Idee, Papa Schlumpf. Wie ich schon sagte, wir haben keinen Platz für solche Faulenzer. Torti, du wirst ihm dabei helfen. Und keine Ausreden, bitte. Arbeiten, arbeiten. Das ist alles, was wir tun. Kein Grund zu nörgeln, Fauli. Papa Schlumpf sagt, wir Schlümpfe müssen alle miteinander an einem Strang ziehen. Im Übrigen schadet ein wenig harte Arbeit keinem Schlumpf. Richtig? Falsch! Meine Theorie bedarf einer erneuten Überprüfung. Ich habe es satt zu arbeiten. Ich will nur ein wenig schlafen. Alles, was ich bloß möchte, ist ein Korb voller Schlumpfbeeren. Ich bin zu müde, um zu essen. Ja! Der perfekte Platz für ein Nickerchen. Ah, nur ein bisschen ausruhen. Und dann gehe ich gleich wieder an die Arbeit. Fauli. Oh, was ist los? Bah, wer bist du? Ich bin Cicero. Und du, mein Freund, bist überarbeitet.
Sag ich doch. Was du dringend brauchst, sind Ferien. Und ich habe den optimalen Urlaubsort für dich. Warte mal, welchen Ort? Natürlich das Paradies. Es gibt dort keine Arbeit, keine Verantwortung und keinen Schlumpf, der dir sagt, was du tun sollst. Es wird dir gefallen. Also ich, Pauli! Pauli! Na gut, ich komme mit. Aber nur ein paar Minuten. Auf ins Paradies. Hier entlang. Da ist er. Pauli, wo warst du? Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Nun komm schon. Hast du gesehen? Fauli ist geradewegs mitten durch den Wasserfall geschlumpft. Torti, wir müssen ihn retten. Du gehst und siehst nach, wohin er verschwunden ist, während ich auf das Brennholz aufpassen werde. Oh nein, Schlaubi, du kommst nämlich mit. Warte, lass uns das in Ruhe von Schlumpf zu Schlumpf besprechen. Oh, fantastisch. Wow. Schaut her, willkommen im Paradies. Ich bin Bacchus, euer Gastgeber. Was immer ihr begehrt, ihr sollt es bekommen. Oh, Schlumpfus, Schlumpf, vielen Dank, Mr. Bacchus. Ja, vielen, vielen Dank. Aber wir können doch nicht den ganzen Tag faulenzen. Wir sollten Brennholz holen. Brennholz? Hier ist genug davon. Und Papa Schlumpf sagt immer, dass wir nicht mit Fremden reden sollen. Aber ihr seid doch hier bei Freunden. Und Papa Schlumpf wird sehr böse sein, wenn er... Ach, Schlaubi, sei doch kein Spielverschlumpfer. Ja, Schlaubi. Ruh dich ein wenig aus. Ja, amüsiert euch, ihr kleinen Schlümpfe. Das Leben ist sehr kurz. Ich habe fast in jedem Bett hier geschlafen. Jetzt kriege ich kein Auge mehr zu. Und ich kann kein Törtchen mehr essen. Mir ist langweilig. Mir auch. Mir auch. Sag ich doch. Huhu, Mr. Lachus. Bacchus. Ja, was kann ich denn tun für euch? Mehr Kissen, mehr Gebäck vielleicht? Mehr Aufregung, bitte. Ja, mir ist sehr langweilig. Ja, mir auch. Mir auch. Wollt ihr ein Spiel spielen? Wir könnten doch Verstecken und Jagen spielen. Das ist sehr lustig. Verstecken und Jagen? Das kenne ich gar nicht. Das ist lustig. Ihr Schlümpfe, versteckt euch und Cicero und ich werden euch jagen. Los geht's. 1, 2, 3, 4. Das ist ein perfektes Versteck. Hier findet er uns nie. Na, hoffentlich nicht. Ich bin von dieser Rennerei ganz müde. 8, 9, 10. Alles muss versteckt sein. Wir kommen. Sie wollten etwas Aufregung. Wir werden Ihnen Aufregung verschaffen. Kannst du sie sehen? Nein, aber ich fühle, sie sind ganz in der Nähe. Und zwar genau da. Ich habe aber nur 2 Stimmen gehört, Bacchus. Ach, halb so schlimm. Den dritten haben wir auch gleich. Pauli, hilf uns! Würdet ihr zwar endlich mit diesem Radau aufhören? Hol uns hier raus, Pauli! Nie kann ich in Ruhe schlafen. Ja, sag mal, wie seid ihr denn da bloß reingefallen? Ich weiß nicht. Es ist einfach so passiert. Klar, einfach so. Kommt, wir werden ein besseres Versteck finden. Überraschung, Überraschung! Was? Verschwunden? Wo sind sie nur? Nur keine Sorge, sie können noch nicht weit weg sein. Ja, du hast recht. Und ich wette, Cicero, dass sie genau da hinten sind. Hier finden sie uns nie. Vorsicht! Hey, was soll denn dieser Quatsch? Wieso wir? Das waren wir gar nicht. Diese Statue hat sich eben bewegt. Ich bewege mich auch, und zwar in ein ruhigeres Versteck. Hey, warte auf uns! So, jetzt haben wir euch. Sie sind schon wieder entkommen. Langsam werde ich wütend. Bleib bitte ganz ruhig. Du wirst sie ganz bestimmt bald finden. Allerdings, das werde ich. Ganz egal, wo sie sich verstecken. Dieses Mal werde ich sie verwischen. Oh.
Seht mal, hier geht es raus. Das sieht aber sehr gefährlich aus. Das Spiel dauert viel zu lange. Komm, Cicero, es wird Zeit, dass wir aufhören zu spielen und ernst machen. Denn ich habe Hunger. Du hast recht, Schlaubi, es sieht wirklich gefährlich aus. So gefährlich kann es gar nicht sein. Ich schlumpfe Hausmannskost. Eine Botschaft von Bacchus? Hier ist das Spezialmenü für heute. Ah, ich verstehe. Wir haben Gäste zum Essen. Hey, das sind wir. Oh ja, Bacchus wünscht ein Soufflé à la Schlumpf heute. Was? Soufflé à la Schlumpf? Na klar sind wir das. Oh je, lasst uns hier verschwinden. Ihr wollt doch nicht etwa abhauen? Was? Wir doch nicht? Nein, niemals. Sehr gut. Es wird Zeit, das Spiel zu Ende zu bringen, weil ihr nämlich jetzt eure Rechnung bezahlen müsst. Bezahlen? Aber wir dachten, es wäre alles umsonst. Umsonst? Ihr kleinen Dummköpfe! Irgendjemand muss mein Essen kochen, mein Holz hacken und meinen Garten pflegen. Da ihr aber zu klein seid, um etwas derartiges zu machen, gibt es nur einen nutzbringenden Platz für euch. Und zwar auf meinem Teller. Nein! Was soll ich denn kommen? Wir kriegen sie. Ihr werdet mir nicht entkommen, Schlümpfe! Niemals! Mächte des Übels, jetzt höret mir zu! Haltet die Schlümpfe, ich bitte im Nu! Nein, lass mich los! Pauli! Oh nein, bitte nicht, nein! Was? Pauli, wir haben dich schon fast überall gesucht. Papa Schlumpf hat gesagt, wir sollen vor Sonnenuntergang zurück sein. Ja, es ist gleich soweit. Ach ja? Oh, ich bin so froh, euch zu sehen. Wirklich? Wir haben es geschafft, Schlümpfe. Wir sind rechtzeitig fertig geworden. Und das hätten wir niemals geschafft, hätten nicht alle Schlümpfe dabei geholfen. Pauli, du bist der einzige Schlumpf, der noch wach ist. Warum bist ausgerechnet du noch nicht ins Traumland verschwunden? Ich bin schon im Traumland gewesen, Papa Schlumpf. Und ich kann dir sagen, so toll ist es da nun auch nicht. Hallo, Farmi-Schlumpf. Hallo, Handy. Gerade bin ich mit meiner Arbeit fertig. Wie wär's mit einem kleinen Schlumpfballspiel? Geht nicht. Ich muss den Rasen mähen. Und das treibt mich noch zum Schlumpfsinn. Hey, Jokey, kommst du mit zum Schwimmen? Hm? Schwimmen? Du bist vielleicht gut. Dieser riesengroße Haufen Holz muss noch zerhackt werden. Und das ist kein Spaß. Torti, würdest du gerne? Tut mir leid, Handy, ich bin zu beschäftigt. Na, wie läuft's denn so, Handy? Ach, vergiss es. Gäbe es für uns doch nur eine Möglichkeit, schneller mit der Arbeit fertig zu werden. Ja, das ist es. Ich werde etwas erfinden. Ich bin ja gespannt, was ihr wieder mir so lange. Was soll denn die Aufregung, Schlumpfine? Oh, Handy hat gesagt, er hat gleich eine Überraschung für uns. Ich hasse Überraschungen. Aufgepasst, Schlümpfe. Vor euch seht ihr eine Erfindung, die uns die ganze Arbeit abnimmt.
Nämlich einen Schlumpf zum Aufziehen. Was? Drückt einfach auf diesen Knopf des Aufziehschlumpfs und egal, was ihr gerade zu tun habt, er wird die Arbeit für euch erledigen. Er kann ja arbeiten. Das ist so und so schnell dazu. Dieses komische Ding ist so stark wie 100 Schlümpfe. Handy, alter Freund, kann ich ihn jetzt mal kriegen? Nein, jetzt bin ich dran, nicht wahr? Nein, ich zuerst. Nun mal ganz ruhig. Ich möchte, dass Papa Schlumpf die Ehre hat, ihn als Erster zu benutzen. Nun danke, Handy. Ich habe dann nämlich so einen kleinen Krampf in meinem Rücken. Vielleicht könnte da eine sanfte Massage... Ein bisschen weiter rechts. Ja, ein bisschen weiter nach links. Ja, genau da. Gut? Ich fühle mich wie neu geboren, ja. Der Nächste. Einfach eine Messerspitze weniger Zucker in die nächsten Portionen, denn ich muss auf meine Linie achten, Aufziehschlumpf. Ach, du guter Aufziehschlumpf, du kannst ja so viel auf einmal tun. Ich hasse es, Dinge zu tun, die dieser Aufziehschlumpf besser tun kann als ich. Ich frage mich, wie dieses Ding von innen aussieht. Ich werf mal einen kurzen Blick rein. Aufziehschlumpf, wo bist du? Oje, oje. Aufziehschlumpf. Ach, da bist du ja. Was machst du damit? Hey! Was ist denn das für eine Aufregung da draußen? Also ich... Ich verstehe das nicht. Was habe ich nur falsch gemacht? Das weiß ich nicht. Aber du musst ihn wieder in Ordnung bringen, bevor das ganze Dorf zerstört ist. Uns bleibt nichts anderes übrig, als ihn aufzuhalten. Armer Aufziehschlumpf. Auf mein Kommando greifen wir ihn. Halt ihn! Auf! Ja, wir haben ihn! Halt ihn noch fest hier! Tut mir leid, Schlumpf, aber was ich jetzt machen muss, wird mir mehr wehtun als dir. Meine brillanteste Schöpfung ist eine Fehlkonstruktion. Was ist da nur schiefgegangen? Du hast das Beste gewollt, Handy. Du bist bestimmt nicht daran schuld. Wird. Ja, es ist wirklich aufregend, Mrs. Sowerbier. Wie ist es schrecklich, dass der arme kleine Junge für so lange Zeit so krank war?
Aber er wird doch morgen an seinen Krönungsfeierlichkeiten teilnehmen können, oder nicht? Mrs. Sowerby, wir können nichts tun als beten. Wie traurig. Aber eine heiße Suppe ist jetzt genau das Richtige für ihn. Oh, für einen Besuch ist er noch viel zu krank. Aber ich achte darauf, dass er alles aufisst. Danke, Milady. Der arme kleine Junge, er ist schon so lange krank. Alles verläuft genau nach Plan. Morgen um diese Zeit werde ich Imperia Königin sein. Ulrich! Sie haben geläutet, Milady. Hier hat er etwas. Für den Hund. Und nun trage er diesen Topf ekelerregenden Haferschleims zu dem kostbaren kleinen Prinzen. Gern, Milady. Und um Mitternacht, wenn alle schlafen, bringen wir dieses Balg in das Geheimverlies unter dem Burggraben. Und morgen werden wir verkünden, dass der Prinz nach dreijähriger Krankheit furchtbarerweise verblichen ist. Und dann, wie es das Gesetz verfügt, werde ich zur Königin gekrönt werden. Guten Abend, eure königliche Tiefheit. Ich bringe euch frohe Kunde. Um Mitternacht werden wir euch in Gemächer bringen, die einem jungen König eher geziemen. Wirklich? Ja, dort gibt es keine so zugigen Fenster wie hier. Eigentlich sind da überhaupt keine Fenster. Lach er nur weiter, Ulrich. Mein Tag wird bald kommen. Oh, für euch werden noch viele, viele Tage kommen, die ihr alle im dunklen Verlies verbringen werdet. Na, viel Spaß bei eurem Krönungsfest. Was soll ich bloß tun? Was ist denn da drin? Haben Sie eine Schlange in den Topf gesteckt? So eine schlaue kleine Puppe. Ich weiß zwar nicht, wo du herkommst, aber jetzt musst du mit mir auskommen. Mit mir und den Ratten. Was? Was willst du mir sagen? Du bist nicht nur sehr schlau? Nein, du bist ein Genie. Wir müssen jemanden finden, dem wir trauen können und dem wir die Wahrheit über Lady Imperia erzählen können. Liebe Mrs. Sowerby, ach, wie bin ich froh, Sie nach so vielen Jahren wiederzusehen. Wer bist du denn? Und wie kommst du in dieses Schloss, mein Junge? Ich bin's, Prinz Gerard. Erinnern Sie sich? Sicher. Und ich nehme an, die Lumpen, die du da trägst, die sind der letzte Schrei der königlichen Mode. Ja, aber lassen Sie mich erklären. Hier, junger Mann, nimm diese Kekse, aber dann fort mit dir. Aber du trollst dich besser nach Hause, bevor die Wache dich erwischt und schleich dich nie wieder hier rein. Aber, ach, es hat gar keinen Zweck. Wer um alles in der Welt würde glauben, dass eine Vogelscheuche wie ich ein Prinz sein könnte? Wenn ich doch nur wüsste, wo ich Freunde finden kann. Mitternacht. Zeit, Prinz Gerard in seine neuen königlichen Gemächer zu begleiten. Also gut, mein kleiner Faulpelz. Zeit um... Was? Er ist weg? Mrs. Sowerby, eine furchtbare Katastrophe ist uns widerfahren. Der arme, kranke Prinz ist von uns gegangen. Wie schrecklich. Er ist geflüchtet. Ich meine, er ist weggelaufen. Das Fieber muss ihn um den Verstand gebracht haben. Wie schrecklich. Sie haben nicht zufällig eine Spur dieses Lümmels, meines teuren Neffens entdeckt. Oh nein, nein, Milady. Die einzige Seele, die ich während des ganzen Abends gesehen habe, war ein armer, dummer Junge, der mir weismachen wollte, er sei ein Prinz. Das war er. Oh, der ärmste Kleine ist so krank, dass er manchmal glaubt, er sei arm und sich entsprechend kleidet. Welchen Weg hat er eingeschlagen? Ich habe ihn in Richtung Wald gehen sehen und er hatte so eine komische Puppe bei sich. Was höre ich da? Eine Puppe? Ich habe doch angeordnet, dass er kein Spielzeug erhalten soll. Nun gut.
Wir sollten uns nun besser auf den Weg machen, um einen lieben Neffen zu suchen und zusehen, dass man sich ordentlich um ihn kümmert. Wir werden den Bengel in ein Gefängnis sperren, aus dem er nie wieder ausbrechen kann. Und seine kleine Puppe werden wir ins Feuer werfen. Es ist der Prinz. Fang hat seine Fährte aufgenommen. Ausgezeichnet. Dieser kleine Bengel Gerard wird bald wieder hinter Schloss und Riegel sein. Hier! Hopp! Hier! Da! Nimm ihn! Ah, ah. Sie verfolgen uns. Wir werden ihnen niemals entkommen. Vielleicht sollten wir uns ihnen wie richtige Männer stellen. Wären wir nur richtige Männer? Was sagst du? Wir sollen diesen Fluss überqueren? Du musst völlig verrückt sein. Halt dich gut fest, kleiner Freund, und versuch kein Wasser zu schlucken. Ich fürchte, Fang hat seine Fährte verloren, Milady. Dann muss er sie eben wiederfinden. Über den Fluss! Ich verstehe es einfach nicht. Was könnte ich bloß falsch gemacht haben? Mein armer Aufziehschlumpf liegt da draußen kaputt. Beinschlumpf! Ich werde ihn wieder auf die Beine bringen. Hä? Papa Schlumpf! Da ist ein Mensch in unserem Dorf! Ein Mensch? Ach, du lieber Schlumpf! Bitte habt doch keine Angst. Wir wollen euch nichts tun. Wer bist du und was willst du hier? Ich mag vielleicht nicht so aussehen, aber ich bin ein Prinz. Prinz Gerard. Morgen sollte der Tag meiner Krönung sein, aber meine böse Tante Lady Imperia möchte sich zur Königin krönen lassen. Dank eures Aufziehschlumpfes entfloh ich aus dem Gefängnis, in dem sie mich so lange festgehalten hat. Und wenn wir Imperia und ihre Handlanger nicht aufhalten, bevor es zu spät ist, werden mein Königreich und ich dem Untergang geweiht sein. Euer Majestät, meine Schlümpfe und ich fühlen uns geehrt, euch in jeder Weise behilflich sein zu können. Ja, wir holen Ihnen eine Rechts-Links-Kombination. Augenblick, Schlümpfe, Augenblick. Hoheit, wie wäre es zuerst einmal mit einem schönen Bad und frischen Kleidern? Oh, vielen Dank. Und bekomme ich auch was zu essen? Ihr sagt es, Prinz. Ich könnte ebenfalls einen kleinen Mitternachtsimbiss gebrauchen. Folgt mir, Prinz. Ja, gehen wir mit. Ich hab auch noch Hunger. Und wie? Ich wollte dir nur sagen, was du für den Prinzen getan hast, war wirklich großartig. Ein richtiger Vater wäre bestimmt auch nicht stolzer als ich. Keine Sorge, Milady. Wir werden das heimatliche Licht für unseren kleinen verlorenen Prinzen leuchten lassen. Was, Leute? Ausgezeichnet. Da das Unterholz gelichtet ist, wird es keinem gelingen, ungesehen vorbeizukommen. Ich muss jetzt auf das Schloss zurück, um meine Krönung vorzubereiten. Wenn ihr den kleinen Schurken geschnappt habt, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Das wissen wir, Milady. Das wissen wir. Oh, was für eine Nacht. Aber es hat sich gelohnt. Schlümpfe, ich glaube, dieser Glühbeerenstaub wird den Prinzen und sein Königreich retten. Ja! Aber Papa Schlumpf, jetzt ist er doch gar kein Prinz mehr. Dürfen wir dir seine Herrn Majestät vorstellen, König Gerard? Lang lebe der neue König! Ich danke euch allen. Jetzt fühle ich mich nicht nur wie ein König, jetzt sehe ich auch wie einer aus. Es wird Zeit, dass ihr zu eurem Königreich zurückkehrt und Anspruch auf die Krone erhebt. Dieser Glühbeerenstaub bringt euch sicher durch die Reihen eurer Feinde. Und wir Schlümpfe werden euch begleiten. Wir werden es ihnen heimlich. Und du, Aufziehschlumpf,
hast den allerwichtigsten und allergefährlichsten Job von allen. Du wirst als Lockvogel fungieren und Imperia und ihre Männer auf eine falsche Spur lenken. Hör zu, die Wirkung dieses Staubes hält nur 2 Stunden an. Also lasst uns losschlumpfen. Ja, los, ab geht's hier! Das ist Prinz Gerards kleine Puppe. Ihr nach! Komm zurück, du erbärmlicher Köter. Die kleine Puppe ist da lang gegangen. Sir, sehen Sie die Fußstapfen des Jungen? Ist hier entlang gegangen mit einer ganzen Armee von diesen kleinen Puppen. Wir müssen sie schnappen, bevor sie das Königreich erreichen. Los, aufgesessen! Wir wollen den Prinz! Wir wollen den Prinz! Wir wollen den Prinz! Wir wollen den Prinz! Meine geliebten Untertanen, ich bedauere unendlich, euch sagen zu müssen, dass mein teurer Neffe, Prinz Gerard, gestern Nacht in meinen Armen verstarb. Oh, wie schrecklich! Der arme kleine Prinz! Aber kurz bevor der arme Kleine entschlief, flüsterte er mir noch seinen letzten Wunsch zu, dass ich Imperia an seiner Stelle die Krone tragen soll, als Herrscherin des Königreichs. Das ist ja unvorstellbar. Beeilung, beeilt euch doch. Sie kommen näher. Ich hasse näher kommen. Oh, seht mal, Herr Majestät. Papa Schlumpf, was ist passiert? 2 Stunden sind noch gar nicht vergangen. Oh, das habe ich befürchtet. Ich habe noch nie zuvor die genaue Dosis für einen Menschen berechnen müssen. Das ist er. Jetzt haben wir dich, du heimtückisches kleines Bürschchen. Sofort stehen bleiben. Nein, sofort weiterlaufen. Wir kümmern uns um die. Reitet ihn über den Haufen, Männer. Überraschung! Fortan werde ich über dieses Königreich herrschen, Königin Imperia. Halt! Was denn, Prinz Gerard? Oh, Prinz Gerard! Meine Untertanen, ich bin absolut lebendig. Lady Imperia hat mich während all der Jahre gefangen gehalten. Sie wollte euch überlisten, damit ihr sie zur Königin krönt. Lasst es mich erklären. In meinem tiefsten Herzen habe ich doch nur euer Bestes gewollt. Milady, was ist passiert? Los, verschwinde! Lass doch nicht mit der Liebe Ulrich! Ja! Lang lebe der König! Lang lebe der König! Lang Vielen Dank, liebe Schlümpfe. Ohne eure Hilfe wäre ich nie gekrönt worden. Vielen Dank. Oh, da werde ich ja ganz ruhig. Im Namen meines ganzen Königreichs verleihe ich euch diese Auszeichnung für euren Heldenmut und eure Tapferkeit. Lang leben die Schlümpfe! Lang leben die Schlümpfe! Lang leben die Schlümpfe! Darauf esse ich ein. Wir fühlen uns zutiefst geehrt, aber bei aller Fairness, diese Medaille gehört dem Aufziehschlumpf. Denn ich glaube, diese kleine Puppe mit dem großen Herzen ist der wahre Held. Oh, hurra! Ja, und jetzt, da ihr anfangt, euch um die Geschäfte eures Landes zu kümmern, kehren wir Schlümpfe wieder nach Hause zurück. Leb wohl, kleine Schlümpfe. Ich werde nie vergessen, wie hilfreich ihr wart. Wiedersehen, auf Wiedersehen, eure königliche Hoheit. Wiedersehen, lieber Aufziehschlumpf, und vergiss ja nicht, dein Getriebe zu ölen. Thank you.
Wow, jetzt habe ich doch völlig verschlafen. Heute ist der große Tag, das jährliche Schlumpfpicknick. Oh, Schlumpf, es regnet, seh doch mal. Ich hasse Regen. Jedes Mal, wenn ich meinen Wagen wasche, regnet es. Oh, meine ganze Wäsche ist wieder nass geworden. Ja, keine Sorge, Schlumpfine, ich werde dir helfen. Vielen Dank für deine Hilfe, Clumsy. Habt ihr das jetzt gesehen? Ist das nicht das schlumpfigste Ding, das ich jemals... Jetzt kommt aber ein Kübeln runter. Ist doch immer dasselbe. Jeder Schlumpf meckert über das Wetter. Aber wir können ja doch nichts daran ändern. Hey, warte, wie wär's denn mit einer Wetterschlumpfmaschine? Juhu! Das wird meine allergrößte Erfindung werden. Eines Tages werden die Schlümpfe das Wetter kontrollieren. Hey, Handy, wo willst du denn hin? Zur alten Mühle, um den Regen anzuhalten. Ja, sicher, Handy, sicher! So, jetzt ist sie fertig. Oh, hallo, Papa Schlumpf. Na, wieder eine neue Maschine, Handy. Was ist denn diesmal für eine? Ich zeig's euch. Es regnet doch viel zu stark für unser Picknick. Also werde ich euch Sonnenschein fabrizieren. Na, da staunt ihr. Das schönste Picknickwetter. Oh! Handy, die Maschine ist absolut verblüffend, aber ich weiß nicht, ob es recht ist, der Natur so ins Handwerk zu pushen. Warum denn nicht, Papa Schlumpf? Von nun an ändern wir das Wetter. Hier ein Quäntchen. In Achtung, stell deine Maschine auf schön und wir werden zu unserem Picknick gehen. Wird gleich erleben. Lebt wohl. Geht dahin, meine Freunde. Abschied ist ein so lieblicher Schmerz. Kommst du nicht mit zum Picknick, Poeti? Nein, nein. Ich werde einsam hier bleiben und ich dichte eine Ode an die Sonne. Na denn, viel Spaß. La 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 la. Oh je, wenn's doch nur leicht und ich gebe die zu wässern. Oh, da fällt mir was ein. Warte mal, mit der Maschine wird's mal leichter fallen. Ein schönes Plätzchen für unser Picknick. Oh, das ist ja hier wunderschön. Zuerst werden wir ein bisschen schwimmen. Und dann ausruhen. Aber dann essen. Und dann ausruhen. Schlaubi, du wirst diesen Regen schon nicht brauchen. Handy, ich pflege zu sagen, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Und schließlich könnt ihr ja das Wetter umschlagen und... Aber doch nicht mit meiner Wetterschlumpfmaschine. Dafür garantiere ich. Und jetzt werde ich was tun für meine armen, durstigen Salatpflanzen. Am besten ziehe ich zuerst an dem hier. Eine Ode an die Sonne. Oh, glorreiche Sonne, so warm und so hell. Ich... Diese Maschine bringt die Landwirtschaft um einen gewaltigen Schritt voran. Dieser Regen zerstört mein Gedicht. Die Wetterschlumpfmaschine muss falsch funktionieren. Tatsächlich steht der Hebel ja gar nicht auf Sonne. So. Na siehst du, Papa Schlumpf, es war nur ein vorübergehender Schauer. Ihr könnt euch auf meine Maschine verlassen. Ich hasse verlassen. Ja, Schlumpfi Dürken, jetzt hat's die schöne Regenwolke zerbröselt. Ich werde der Maschine klar machen, was die Agrikultur braucht, jawohl. Zweiter Versuch. Oh, glorreiche Sonne, so warm. Ich glaube, ich werde jetzt eine richtige Hitzewelle einstellen. Das taucht was, meine Pflanzen. Da werde ich aber ranwachsen. Wir hatten daran rumgedreht. Ich werde lieber meine Ode gleich hier rezitieren, um nicht nochmals unterbrochen zu werden. Oh, glorreiche Sonne, so warm und so hell. Ei, gucke da. Poeti, hast du vielleicht an der Maschine rumgemacht, In der Tat, das habe ich.
Sonnenschein hat eine so einleuchtende Wirkung auf meine Dichtkunst. Und ich brauche eine durchnässende Wirkung auf meinen Salat. Nein, das wirst du nicht tun. Ich war zuerst hier. Oh! Wenn du nicht deine poetischen Boten davon lässt. Oh, nun auch das noch. Mein Regenschirm klemmt. Oh, hat aufgehört. Nun klemmt er wieder. Andy, möglicherweise gibt es da ein paar Kleinigkeiten, die du bei deiner Wetterschlupfmaschine übersehen haben könntest. Ich will Regen. Und ich will Sonne. Regen, sag ich. Sonne. Regen. Sonne. Regen. Sonne. Regen. Sonne. Regen. Sonne. Auf einmal ist es unerträglich heiß. Ja, ein wunderbares Wetter für einen Sprung in den See. Ja! Ja! Ja. Oh. Hey, der See ist gefroren. Ebenso wie mein Schwanz. Oh, sieht's mal von der anderen Seite. Wir können Schlittschuh laufen. Sonne! Regen! Sonne! Regen! Sonne! Regen! Sonne! Ja. Es fängt an, mir fürchterlich zu werden. Andy, mir scheint, deine Wetterschlumpfmaschine ist vollkommen verrückt geworden. Oh, sei unbesorgt, Papa Schlumpf. Ich gehe ins Dorf zurück und bring die Sache in Ordnung. Wir gehen lieber alle zurück. Es ist hier draußen nicht mehr sicher für Schlumpf und Tier. Sonne! 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 Die Maschine ist außer Kontrolle. Wir müssen sie abstellen. Oh, der Hebel! Klemmt fest. Ich würde sagen, wir sollten was tun, bevor was Schreckliches passiert. Am besten sagen wir es, Papa Schlumpf. Ich habe den Fluss noch nie so voll gesehen. Schau, da kommen Handy und die anderen. Ja, Schlumpfinesen. Handy, komm schnell, es ist eine Maschine. Was stimmt denn nicht? Naja, wir hatten da so verschiedene Ansichten. Und da haben wir dann die Kontrolle über das Ding verloren. Ja. Aber nur einen ganz kleinen Augenblick. Ja, und da sind die Hebel ein ganz klein bisschen zerbrochen. Hab ich doch gewusst. Jetzt steht hier nicht dumm rum. Versuchen wir etwas zu retten. Passt auf die Stämme auf. Schnell runter von der Brücke. Halt dich fest, Handy. Wir holen dich auf. Alle zusammen, Schlüpfe. Sieh hoch. Sieh hoch. Sieh hoch. Schlümpfe, wir müssen eine Stelle finden, wo wir den Fluss überqueren können. Es kann ein langer, mühsamer Weg werden. Bleibt schön zusammen. Das Wetter spielt immer noch verrückt. Wie umsichtig von mir, den Schirm mitzunehmen. Du kannst nie zu vorsichtig sein, wie stets zu sagen pflege. Lieber sicher als elend. Oder, um es etwas volkstümlicher auszudrücken, hey, wartet auf mich! Oh, der Regen versaut mir meine ganze Frisur. Hey, wer hat da das Licht ausgedreht? Keine Sorge, das ist nur ein bisschen Nebel. Ach du meine Güte, das ist ja furchtbar, nicht? Oh ja, eine richtige Erbsensuppe. Yummy, ich liebe Erbsensuppe. Hört mal, was ist das für ein seltsames Geräusch? Ich weiß ich auch nicht. Ihr seid blöd, das ist doch Schlamm. Ich hasse Schlamm. Falschmeldung, es ist gefrorener Schlamm. Ich hasse gefrorenen Schlamm. Ich weiß gar nicht, was du hast, Papa Schlumpf. Letzten Endes macht meine Maschine die Sache doch gar nicht so schlecht. Ah. Was hast du da eben gerade gesagt, Handy? Oh, ich will nach Hause. Wir kommen nie nach Hause. Handy, das verdanken wir alles dir und deiner Wetterschlumpfmaschine. Mir? Und was ist mit Moedi und Fami? Der Schlawiner war's. Nein. Der wahre Schuldige ist Fabi Schlumpf gewesen. Ach ja? Ja. Schluss jetzt. Eure Streiterei können wir jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Reißt euch zusammen und lasst uns endlich weitermarschieren. Oh, mir ist so heiß. Nein, mir ist so kalt. Oh nein. Meine arme Maschine, sie tut mir ja so leid. Schnell, wir müssen sie erreichen, bevor das Wetter wieder umschlägt. Zusammenbleiben, Schlümpfe, wir sind gleich da.
Sie, Handy. Stell sie doch. Es rührt sich nichts, Papa Schlumpf. Der Hebel klemmt. Oh, ich wusste es ja. Wir sind verloren. Hilfe! Die Pia, das Ding hier brauche ich. Hey, mein Regenschirm. Was willst du damit machen? Aha, eine schlumpfige Idee, Handy. Bleib zurück, alle hinten bleiben. Schlumpfmaschine. Ich weiß, wie hart es für dich war, Handy, deine größte Erfindung zu zerstören. Aber von nun an pfuschen wir der Natur nicht mehr ins Handwerk, ohne alle Folgen zu bedenken. Ja, Papa Schlumpf. Ach, jetzt wird endlich alles wieder gut. Ja, hier schläft es sich so schön. Oh ja, wie soll ich denn dann mein neues Gedicht beenden? Oder an den Regen? Ist es so besser? Na ja, die Landwirtschaft liegt Ihnen eben mehr. Nun, meine kleinen Schlümpfe, gemäß meinen Sternkarten beginnen heute Abend die Sternschnuppen vom Himmel zu fallen. Omnibus und ich werden äußerst wichtige wissenschaftliche Beobachtungen von diesem Ereignis machen. Der Sternschnuppenschwarm... Alles klar, macht Platz. Geht aus dem Weg. Papa Schlumpfs Assistent ist im Anmarsch. Oh, da bist du ja schlau. Wie soll ich helfen? Clumsy, lass das. Das sind wertvolle wissenschaftliche Apparaturen. Das muss von einem unglaublich intelligenten Schlumpf gehandhabt werden, der in wissenschaftlichen Dingen geübt ist. Clumsy, würdest du bitte... Oh nein! Nein, 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 nein! Oh, Clumsy, du hast Beautys Spiegel zerbrochen. Weißt du, was das bedeutet? Nein, Schlaubi, was denn? Das bedeutet Unglück. 7 unschlumpfige Jahre, nichts als Unglück. 7 Jahre Unglück? 7 Jahre sind doch viel zu wenig für ihn. Hör nicht auf Sie. Clumsy, das ist doch nichts anderes als abergläubischer Unsinn. Papa Schlumpf! Es gibt wissenschaftliche Beweise. Glaube ich genug. Also freut euch über den Sternschnuppenschwarm, meine kleinen Schlümpfe. In ein paar Tagen werde ich wieder hier sein. Ich wünsche dir viel Spaß, Papa Schlumpf. Und grüß Omnibus schön von uns. Wiedersehen, Papa Schlumpf. Und vergiss nicht, Clumsy, Papa Schlumpf hat auch nicht immer recht. Ach, auch nicht? Natürlich nicht. Und ich bin absolut sicher, dass ich mit den 7 Jahren Unglück recht habe. Ach! Siehst du, was ich meine? Unglück, Clumsy, es fängt schon an. Ich glaube, diese Schlumpfmelone ist ein bisschen zu schwer für deine Karre, Farmi. Ja, ja, das ist schon eine Melone, kann ich dir sagen. Die größte, die ich je hatte. Hör mal, vielleicht ist mein Unglück dann vorbei, wenn ich Zwirni dazu bringe, mir das zuzumachen, Schlaubi. Vergiss es, Clumsy. Das ist doch erst der Anfang. Es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer und noch viel, viel schlimmer werden. Ist alles in Ordnung, Handy? Hast du dir wehgetan? Es geht, Clumsy, es geht. Ich bitte dich nur, bleib mir vom Leibe. Pass auf! Oh nein, noch mehr Unglück. Wie sieht das aus, Toulouse? Ach, Mademoiselle Schlumpfine, du sei die Crème de la Crème, die wunderbarste, die femininste aller... Oh, sacre Schlumpf, meine Meisterwerk. Meine Blumen! Mein Daumen! Meine Melone! Und meine Würde! Alles meine Schuld? Darauf kannst du wetten. Und wie ihr alle sehr wohl wisst, bin ich eigentlich kein penetranter Typ. Aber während Papa Schlumpfs Abwesenheit muss ich natürlich die Verantwortung übernehmen und diese äußerst wichtige Entscheidung treffen. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als Clumsy zu isolieren, damit wir anderen nicht von seinem Unglück angesteckt werden. Schlau wie Schlumpf, das ist doch unerhört! Behandle Clumsy nicht so auf eine gemeine und grausame Art und Weise, nur wegen deines lächerlichen Aberglaubens. Lächerlich? Ha! Meine Schlumpffreunde. Also, es sieht gar nicht vielleicht gut aus. Vielleicht nur eine kurze Quarantäne. Bis Papa Schlumpf zurückkommt. Ich sage, schließt ihn ein. Darf ich noch was sagen? Oh nein! Ich komme, Baby, ich komme! Baby, ist dir was passiert? Oh.
Schlumpfine. Armer Clumsy. 7 Jahre eingesperrt. Nun betrachte es doch mal von der Seite. 7 Jahre sind nur ungefähr 60.000 Stunden. Also auf Wiedersehen. Wiedersehen. Sicher hast du recht, Schlumpf. Ich hab hundertprozentig recht. Bis in 7 Jahren. 13? 14? Ich hoffe nur, dass meine kleinen Schlümpfe sich das ansehen, Omnibus. Das werden sie sicherlich tun. Ein Sternschnuppenschwarm ist ein großes Naturereignis. 15? Ein Naturereignis, in der Tat. Es macht uns bewusst, wie klein und unbedeutend wir alle sind. Ah. Natürlich sind manche von uns ein bisschen kleiner als die anderen. Das ist der schlumpfatzenste Anblick, den ich jemals... Ja. 47? 48? Zählst du die Sternschnuppentorti? Ja, irgendwie schon, Hefti. 49? 50? Das ist ein sehr beeindruckender Anblick, das muss ich schon sagen. Und Sternschnuppen finde ich auch nicht schlecht. Das ist eigentlich schade. Clumsy sollte das auch sehen. Also ich mache jetzt ein Ende mit dieser lächerlichen Quarantäne. Und zwar auf der Stelle. 64. Du meine Güte. Clumsy! Clumsy! Großer Schlumpf. Du lieber Himmel. Oh nein, Clumsy. Das ist Clumsys Haus. Wir waren eingeschlossen. Gütiger Himmel! Ich habe ja schon von manchem Unglück gehört, aber das da ist lächerlich. Es sah aus, als wäre der Meteor in der Nähe des Dorfes niedergegangen. Unglaublich. Unmöglich. Verzeih die plötzliche Abreise, aber ich muss sehen, ob mein Schlumpf nichts passiert ist. Natürlich. Mach dich nur auf den Weg. Ich hoffe, dass alles in Ordnung ist. Wenn wir uns beeilen, sind wir noch rechtzeitig dort. Das ist so eine bittersüße Augenblick. Eine große Meisterwerk auf ein solch trauriges Monument. Auf dem Grab von einem unglücklichen Schlumpf. Hiermit übergebe ich feierlich den Clumsy-Gedenkspiegel. Ich tue das nicht nur, um des armen Clumsys Unglück zu gedenken, sondern auch, um diese Stätte zu einem interessanten Ort für Besucher zu machen. Ach du lieber Schlumpf, nein. Oh, Papa Schlumpf, da bist du ja. Ich bin so traurig. Es ist so schrecklich. Es ist ganz unmöglich. Clumsy ist nicht. Doch, Papa Schlumpf. Ich fürchte, Clumsy hat, wie kann ich es nur taktvoll ausdrücken, den Löffel abgegeben? Tut mir leid, Papa Schlumpf, aber es ist so, wie ich gesagt habe. Clumsy hatte definitiv kein Glück. Ich meine, die Chancen stehen doch 1 Billion Schlumpfmillionen zu 1, wenn nicht mehr. Mein armer Clumsy, mein armer Clumsy. Oh, Junge, das schläft sich aber ganz schön hart hier draußen. Es ist wohl besser, ich gewöhne mich daran, jetzt wo mich keiner mehr in der Nähe haben will. Vielen Dank, Eichhörnchen, dass du dein Essen mit mir geteilt hast. Ich muss eben lernen, wie man allein durchs Leben schlumpft. Meine Freunde hatten mich eingesperrt, damit ich ihnen kein Unglück bringe. Und jetzt habe ich beschlossen, ganz weit wegzuziehen, damit ich ihnen kein Unglück bringe. Oh Junge, es sieht ganz so aus, als ob das Unglück mich überall hin verfolgt. Auch im Leben sammelte er Felsen und spielte gern im Schmutz. Er ist ein glücklicher Schlumpf gewesen und starb ganz ohne Schutz. Vielen Dank, Poeti. Sehr, sehr gefühlvoll. Und jetzt möchte ich gern ein paar Worte über unseren dahingegangenen Schlumpffreund sagen. 7 Jahre nicht bei meinen Freunden. Junge, Junge, das ist eine ganz schön lange Zeit. Und sicherlich werden sie mich bald ganz vergessen haben. 7 Jahre! 7 Jahre! Das ist so schrecklich! Ich muss noch mal zurück. Ich muss einen letzten Blick auf meine Freunde werfen, bevor ich weggehe. Wie lange 7 Jahre? Und ich glaube, in dieser Zeit größt
größten Kummers ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass dieser Meteorit mehr als ein Grab ist. Mehr als ein Denkmal für einen großartigen Freund. Es ist ein Denkmal für mich, Schlaubi Schlumpf. Denn war ich es nicht, der voraussagte, Klamsi würde 7 Jahre Unglück haben? Es waren eher 7 Stunden, Schlaubi. 7 Stunden, 7 Jahre im Vergleich zur Ewigkeit. Schlaubi Schlumpf, jetzt habe ich aber genug. Ich zeige dir, was ich von deinem albernen Aberglauben halte. Oh, Schlumpfine, was hast du getan? Das bedeutet mindestens 7000 Jahre Unglück. Sei still, Schlaubi. Wir sollten jetzt nur daran denken, dass Klamsi... tot ist. Schlumpfine hat recht. Alles andere ist bedeutungslos. Klamsi ist tot. Er wird mich so vermissen. Oh nein, was hab ich uns getan? Mein Unglück trifft meine Freunde, ganz egal, wie weit ich auch weggehe. Er war mutig wie eine kleine Pfefferkorn. Wer? Wer war mutig wie eine kleine Pfefferkorn? Monsieur Clamsi? Monsieur Clamsi Schlumpf! Oh nein, nicht Monsieur Clamsi. Niemals Monsieur Clamsi. Jeder Schlumpf, nur nicht Monsieur Clamsi. Hey, Moment mal. Ich bin Monsieur Clamsi. Clamsi! Clamsi? Oh, Clamsi, du lebst! Du lebst! Du lebst! Schlumpf sei Dank. Wir dachten, wir würden dich nie wiedersehen. Mein kleiner Klamsi, ich war in meinem ganzen Leben noch nie so glücklich, einen Schlumpf zu erblicken. Das kannst du mir wirklich glauben. Beim Schlumpf, Klamsi, wenn du in deinem Haus gewesen wärst, dann wäre jetzt nichts mehr von dir übrig. Ja, Klamsi, da hast du aber Riesenglück gehabt. Ja, das ist doch ein Riesenglück. Ja, das Klamsi schon gehabt, sagen. Wirklich. Glück? Das ist doch nichts anderes als abergläubischer Unsinn. Das war doch nur eine Folge von... Du versuchst vernünftig zu sein. Und was bringt es dir letztendlich ein? Schlümpfe, wo seid ihr geblieben? Ich kann euch nicht mehr sehen. Sie sind weg. Und ich hatte sie schon, Azrael. Ich werde sie kein zweites Mal laufen lassen, wenn ich sie gefangen habe, diese widerlichen Schlümpfe. Ich werde sie auseinandertreiben, eine nach dem anderen. Und dann schnapp ich sie. Dieses Zauberspray wird mir dabei helfen. Bald, Azrael, wird der Wald dekoriert sein mit kleinen Schlümpfen aus Stein. Totti braucht eine riesige Menge von diesen Kräutern für seine Suppe. Na, ich hoffe nur, dass sie auch schmeckt. Hast du welche gefunden, Fauli? Oh nein, Schnuffi. Ich will sehen, ob ich hier drüben welche finden kann. Wachsen da welche, Fauli? Ich suche noch Schlumpfine. Es kann noch ein Weilchen dauern. Oh, Azrael, schnarchen, das ist eins von diesen kleinen blauen Ungeheuern. Was? Oh, Gargamel. Na, du bist ja ein ganz leckerer. Hilfe! Hilfe! Ja, schrei dir nur deine kleine blaue Lunge raus, du widerlicher Wicht. Oh. Was hast du denn, du Kleiner? Au! Halt ihn, Azrael! Fang ihn! Wo ist er? Wo ist er geblieben? Das kleine blaue Biest kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. Das ist alles nur eine Frage systematischen Suchens. Komm her, wo immer du bist. Zeige dich! Zeige dich sofort! Du sollst dich zeigen! Da! Was soll das, du bescheuerter Kater? Ich steck dich noch in den Suppentopf! Oh nein!
Gargamel! Azrael! Sie haben sich in Stein verwandelt! Langsam! Schlümpfe! Schlümpfe, kommt mit, ganz schnell! Gargamel und Azrael haben sich in Stein verwandelt! Stein? Kommt mit, wir zeigen es euch! Was ist denn, Clumsy? Komm doch! Also hör mal, Clumsy, jetzt ist keine Zeit für Aerobic. Gargamel hat sich in Stein verwandelt. Gargamel ist zu Stein geworden. Ich finde nicht, dass das sehr komisch war. Gargamel hat sich in Stein verwandelt. Was hat denn das zu bedeuten? Ich sehe lieber selbst mal nach. Gargamel! Ich kann das einfach nicht glauben. Also, das ist ein Witz! Das ist der schlumpfigste Anblick, den ich je hatte. Oder ihr, der zweitschlumpfigste. Wer als letzter den Mount Gargamel erreicht, ist ein müder Schlumpf. Also, Gargamel hat echt Glück gehabt, weil ich ihm gerade seinen Zinken zerkloppen wollte. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Au! Du hast es ihm gezeigt, Hefty. Wie findest du das, Lucy? Magnifique! Das wird eine große Meisterwerk. Schon wieder mal? Entschuldigt, meine kleinen Schlümpfe. Entschuldigt bitte. Entschuldigt bitte! Oh, hallo, Papa Schlumpf. Gargamel wollte uns mit Zauberwasser in Stein verwandeln. Und dann hat er es über sich selbst geschüttet. Bitte, bitte, bitte! Haltet mal die Luft an, meine kleinen Schlümpfe. Gargamel hat sich das selbst angetan? Ja! Folgt mir, Schlümpfe. Wohin wollen wir denn gehen? Zu Gargamel. Zu Gargamel? Um ein Gegenmittel zu suchen. Ein Gegenmittel zu suchen? Warum, Papa Schlumpf? Gargamel wollte uns doch vernichten. Weil wir, meine kleinen Schlümpfe, wenn wir Gargamel und Azrael nicht helfen, auch nicht besser sind als die beiden. Das hier, das ist die Zauberformel, die Gargamel in sein altes verdorbenes Selbst zurückverwandelt. Aber ein Teil von dieser Seite ist abgerissen. Eine Zutat fehlt mir noch. Ah, weißt du, dann wollen wir doch die ganze Sache vergessen. Halt, Schlümpfe! So dürft ihr nicht denken. Aber Papa Schlumpf, Gargamel und Azrael sind doch unsere Feinde. Schnuffi, auch wenn wir sie nicht lieben, müssen wir sie trotzdem retten. Eines Tages werdet ihr das verstehen. Nun kommt, meine kleinen Schlümpfe, vielleicht kann ich die fehlende Zutat in einem von meinen Büchern finden. Ich hab hier den Rest deiner Bücher aus dem Lager, Papa Schlumpf. Leg sie nur hierher, Clumsy. Tut mir leid, Papa Schlumpf. Kannst du nicht mal versuchen, etwas vorsichtiger zu sein, Clumsy? Ja, Papa Schlumpf. Ich hoffe, das Gegenmittel steht in einem dieser Bücher. Was meinst du denn da, Toulouse? Oh, es hätte meine größte Werk werden können, Monsieur Andy. Lass mal sehen. Aber ich sehe ja überhaupt nichts. Ich bin so deprimiert, weil Papa Schlumpf Gargamel retten will. Ich habe keine Inspiration. Inspiration? Das ist einfach schrecklich. Das ist absolut schrecklich. Das war überhaupt nicht komisch. Aber ich habe doch gar nichts gemacht. Ich dachte, wir wären diesen gemeinen, widerlichen Gargamel endlich los. Aber Papa Schlumpf will ihn uns wiederbringen. Keine Sorge, Jokey. Mir kommt eine Idee. Andy baut da, glaube ich, einen Ersatz-Gargamel. Wozu denn das? Ich bin froh, dass Gargamel weg ist. Ja, und das wird Papa Schlumpf daran erinnern, wie grässlich schlimm es uns mit Gargamel ergangen ist. Ja, dann vergisst er vielleicht auch diesen ganzen Gegenmittelquatsch. Gut, also nie wieder Gargamel. Oh, Schnuffi, sei doch nicht so gemein. Mir tut Gargamel schon ein bisschen leid. Ach nein, dann sag mir mal, was für Gargamel spricht.
Naja, er ist, Ja, ja, er ist durch und fertig. Oh, diese verdorbenen, unappetitlichen, lästigen Schlümpfe. Ich erwische euch alle und wenn es das Letzte wäre, was ich je tun werde. Oh, erspar's uns, du ekliger Zauberer. Niemals. Ich kriege euch alle. Oh je, irgendwas schlumpft da nicht richtig. Hör auf damit, Handy, stell das ab! Ich kann nicht, die Kontrollen sind blockiert. Das ist es, die Formel mit der fehlenden Zutat. Ich hoffe, Papa Schlumpf findet bald die Formel für den echten Gargamel. Dann wären wir alle viel sicherer. Oh ja, da machst du recht, haben Jokey. Ich habe die fehlende Zutat für Gargamels Rückverwandlung gefunden. Das seltene Kraut Revius Arnimus, das nur an den Klippen am Ende des Waldes wächst. Während ihr das Gerümpel hier wegschlumpft, kann Schnuffi mir was davon holen. Ich glaube, ich sollte doch hier lieber den anderen helfen, Papa Schlumpf. Schnuffi, würdest du bitte tun, was ich dir gesagt habe? Ja, Papa Schlumpf. Das ist absolut lächerlich. Gargamel helfen nach all dem, was er uns angetan hat. Das sind ja endlich die Kräuter. Das wird den alten Gargamel ins Leben zurückbringen. Und ich werde das wahrscheinlich mein Leben lang bereuen. Hilfe! 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 Kein Grund zur Unruhe. Schnuffi ist ein guter Pfadfinder, Schlumpf. Das stimmt, Handy. Trotzdem bin ich sehr besorgt. Das ist ein schrecklicher Sturm. Wir müssen nach Schnuffi sehen. Hilfe! Wenn ich hier nicht bald wegschlumpfe, kriege ich noch Schlumpfonia. Nicht schlapp machen, Schlümpfe. Wir sind schon fast oben auf den Klippen. Bin so müde. Kalt sieht nach dem Ende von Schnuffi aus. Oh, ich vermisse alle meine lieben Schlümpfe so sehr. Wer ist da? Schnuffi, bist du das? Papa Schlumpf, oh du meine Güte. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich euch Schlümpfen danken soll. Ihr habt mich gerettet. Jetzt weiß ich, dass das Leben ganz schön kostbar ist. Sogar das von Gargamel. Papa Schlumpf, hier ist das Kraut, das du für das Gegenmittel brauchst. Gut, Schnuffi, sehr gut. Jetzt können wir Gargamel und Azrael ins Leben zurückbringen. Da sind sie, Federfreund. Geh tiefer! Aufgepasst! Wo ist der Azrael? Wo ist der, dieser widerliche kleine... Oh, mein Zaubersaft, mein grundgemeiner Zaubersaft. Wie haben Sie das geschafft? Ich hasse Sie, ich hasse jede Ihrer ekelhaften kleinen blauen Poren auf Ihren ekelhaften kleinen blauen Leibern. Sie sind das allerscheußlichste, widerspenstigste, verabscheuenswürdigste. Hörst du, Papa Schlumpf? Ich glaube, jetzt ist alles wieder so, wie es immer war. Ja, Schnuffi, genau. Ende gut, alles gut. Oh, der erste Kuckuck ruft. Und das bedeutet, ihr Schlümpfe, dass heute der Tag ist, an dem wir das große Frühlingsfest feiern mit Tanzen, Musik und Gedichten. Hurra! Hulti, deine Aufgabe bei diesem schönen Fest ist die wichtigste von allen. Nach unserer Sitte musst du ein besonderes Gedicht an den Frühling schreiben und es bei Sonnenuntergang für uns aufsagen. Du kannst dich auf mich verlassen, Papa Schlumpf. Das wird das beste Gedicht sein, das ich jemals geschrieben habe. Hier ist es, Azrael, das stärkste Zaubermittel, das ich je gebraut habe. Ich glaube, ich nenne es süße Stille. Alles, was wir jetzt brauchen, Azrael, ist ein Opfer. Es funktioniert. Meine süße Stille hat gewirkt.
Also los, Schlümpfe, schnattert noch einmal so laut ihr könnt, damit ich euch besser finden kann. Ist der Frühling wieder da, singen Vögel hell und klar. Ist die Welt im bunten so ein Kleid. Quatsch. Es ist zu schade, aber deine letzten Worte waren nichts als dummes Zeug. Gargamel. Er kann nicht mal mehr um Hilfe schreien. Ich kriege dich. Aua! Verfluchter Kuckuck, jetzt ist uns dieser blaue Wicht entwischt. Also, wenn du mich fragst, ich würde sagen... Seht mal, da kommt Poeti wie ein geölter Blitz angerannt. Was ist los mit dir, Poeti? Hast du vielleicht irgendwas verschluckt? Komm, ich helfe dir. Na, fühlst du dich jetzt besser? Was soll denn das? Ich glaube, er versucht uns etwas zu sagen. Gargamel! Es gibt nur einen Weg, diesen Zauber zu brechen. Oh, hallo, mein kleiner Freund. Willst du mir ein Liedchen singen? Nein? Ich habe noch nie einen Kuckuck gesehen, der nicht Kuckuck rufen konnte. Papa Schlumpf, was sollen wir machen? Gargamel hat Poetis Stimme verhext. Das hat er sicher mit einem Zauberspruch geschafft. Mach mal deinen Mund auf. Ja, das war Gargamel. Möglicherweise hat er auch dem Kuckuck die Stimme weggezaubert. Armer kleiner Vogel. Nur Mut, Poeti. Gleich habt ihr ein Gegenmittel. Zuerst muss ich herausfinden, welchen Zauberspruch Gargamel benutzt hat. Ach, Papa Schlumpf, wie soll denn Poeti heute Abend sein schönes Gedicht zum Frühlingsfest aufsagen? Keine Angst, meine kleinen Schlümpfe. Ich kenne jemanden, der Poeti helfen kann, sogar ohne seine Stimme zu sprechen. Meine gute Freundin Laconia, die Waldelfe. Sprechen? Ohne seine Stimme? Das ist ganz unmöglich. Ihr werdet bald sehen, dass es tatsächlich möglich ist. Bitte bring diesen Brief zu Laconia, wohnhaft im Elfenheim. Sprechen ohne Stimme? Na, das will ich erst mal sehen. Und dann habe ich gesagt, was glaubst du denn, wer ich bin? Nur ein Schönheitsfleck auf dem Gesicht der Erde? Wem hast du aber die Meinung gesagt? Ja, das hat richtig gesessen. Ach, Beauty, du kannst so lustig. Oh, armer Poeti, er muss sich so verlassen fühlen. Da kommt Laconia. Herzlich willkommen, Laconia. Wir sind so glücklich, dass du endlich da bist. Du bist ja toll. Du bist die schönste Elfe, die ich je gesehen habe. Warum sagt die überhaupt nichts, Papa Schlumpf? Weil sie nicht sprechen kann. Laconia ist stumm. Sie muss sich anders verständlich machen. Und nun passt gut auf. Sie hat einen ganz besonderen Weg gefunden, um mit ihren Freunden zu sprechen. Die Zeichensprache. Auch ein Schlumpf, der nicht sprechen kann, muss sich nicht ausgeschlossen fühlen. Mit der Zeichensprache kann er sich ausdrücken. Denn wer die beherrscht, der kann alles sagen. Wirklich alles? Wenn das so ist, was ist das Zeichen für Schmetterling? Und wie zeigt man einen Vogel? Und wie ist das Zeichen für Kater? Für so ein gemeines Vieh wie Azrael? Oh ja, toll. Das Zeichen sieht haargenau wie Azrael aus. Schlümpfe, hört mal. Worte wie Vogel und Katze sind zwar lustig, aber ihr vergesst das allerwichtigste Wort auf der ganzen Welt. Schlumpf! Ja, das kann schon passieren, dass man für besondere Wesen ein neues Zeichen erfinden muss. Toll, Laconia. Das ist ein großartiges Zeichen für Schlumpf. Genau, das ist das richtige Zeichen. Und wenn ihr ein Zeichen für einen Schlumpf Namen sucht, dann müsst ihr zuerst die besondere Eigenart finden, die auf diesen Schlumpf zutrifft. Nehmen wir Heftig-Schlumpf zum Beispiel. Toll! Das ist ein Zeichen, das ganz genau zu mir passt. Ich vermute, es wird eine ganze Weile dauern, bis du ein Zeichen für mich gefunden hast. Laconia sagt, das wird ganz einfach sein. Das hast du gut getroffen. Schlumpf-Torti. Ich hasse es zu fragen. Trotzdem, wie sieht es für Baby Schlumpf aus?
Ah ja, jetzt wird es Zeit, dass wir Boetis Gedicht für die Aufführung beim Frühlingsfest übersetzen. Kommt, da hinten setzen wir uns hin. Also, Poeti, du kannst genauso viel Gefühl mit der Zeichensprache ausdrücken wie mit deiner Stimme. Ach, wie gemütlich. Oh. Störe ich etwa bei eurer kleinen lauf, Party? Lauf, Napolia, lauf! Geschnappt. Na, sowas Hübsches. Wen haben wir denn hier? Bist du eine Freundin der Schlümpfe? Ausgezeichnet. Dann kannst du mir ja sagen, wie ich zu ihrem Dorf komme. Du willst nicht sprechen? Du wirst sprechen, das schwöre ich dir. Ich habe viele Möglichkeiten, dich zu zwingen. Arme Laconia, komm, wir müssen sie befreien. Wenn wir mit Laconias Befreiung Erfolg haben wollen, müssen wir uns sehr geschickt an Azrael vorbeischmuggeln. Ah, ein kluger Kuckuck. Schnell, Poeti, zum Fenster. Ja, ja, so ist es. Da ich ein weichherziger, großzügiger Zauberer bin, werde ich, Gargamel, dir die Fähigkeit geben, zu sprechen. Und aus purer Dankbarkeit wirst du mir doch dann sicherlich sagen, wie ich zu dem verdammten Schlumpfdorf gelangen kann. Das ist doch nur fair, oder nicht? Na gut, dann werde ich dich eben zwingen. Ich glaube, es dauert nicht mehr lange und du wirst deine Meinung ändern müssen, meine süße kleine Freundin. Damit der Zauberspruch wirkt, muss er laut und deutlich ausgesprochen werden. Jetzt oder nie. Eidechsenlippen, Gänsegefieder. Wartet, ich erwische ihn, du mieser kleiner Schlumpf. Jetzt weißt du auch, Gargamel, wie man sich ohne Stimme fühlt. Bleib stehen! Wenn du uns Schaden zufügst, Gargamel, wird niemand die Zauberformel aufsagen können. Und auch du kannst da nie mehr sprechen. Lass Laconia frei, dann werde ich die Zauberformel aufsagen. Gut, und jetzt kommt alle her zu mir. Auch du, kleiner Vogel. Eidechsenlippen, Gänsegefieder, Poeti hat seine Stimme wieder. Ich kann sprechen. Auch der Kuckuck singt jetzt wieder seine Lieder. Eidechsenlippen, Gänsegefieder, sogar Gargamel hat seine Stimme jetzt wieder. Und nun zu deiner Stimme, Laconia. Eine Katze? Wo? Es ist alles vernichtet. Nun wird Laconia niemals sprechen können. Dafür aber ich. Und jetzt kommt einer meiner Lieblingsbefehle. Schnapp sie dir, Azrael! Los, komm! Diesmal werdet ihr mir nicht entkommen und ich verspreche euch, dass niemand mehr auch nur ein Wörtchen von euch zu hören bekommt. Euch zu fangen ist jetzt nur noch ein Kinderspiel. Wenn man seinen Spaß haben will, muss man nur Gargamel zuschauen. Laconia, ich kann dir nicht genug danken, dass du mein Leben gerettet hast. Ich wünschte nur, wir hätten noch die Zeit gehabt, auch dir deine Stimme zu geben. Das tut uns allen furchtbar leid, Laconia. Laconia sagt, wir sollen nicht traurig sein. Sie ist glücklich, so wie sie ist. Wir wollen Poetieren! Danke, vielen Dank. Ich werde mein Gedicht an den Frühling aufsagen in Schlumpf und auch in Zeichensprache. Aber Poeti, du brauchst doch gar keine Zeichensprache mehr, jetzt, wo du deine Stimme wieder hast. Ich weiß, aber ich bin besonders stolz, dass ich auch die Zeichensprache kann. Ist der Frühling wieder da? Singen Vögel hell und klar. Ist die Welt im bunten Kleid? Werden alle Herzen weit? Doch werd ich stumm, denk ich daran, was ein Lächeln sagen kann. Euer Schlumpf schrieb sein Gedicht aus vollem Herzen. Ja! Bravo!
Lakonia, wie sagst du, ich liebe dich in Zeichensprache? Danke. Und ich liebe dich auch. Ich mochte schon immer leuchtende Farben, Baby. Gefällt's dir? Oh ja, das wird bestimmt die schlumpfigste Tür im ganzen Dorf werden. Der Wasserkessel pfeift, mein Schlumpfbärentee ist fertig. Ich bin gleich wieder da, Baby. Sei schön brav. Oh, Baby, nein! Sacre bleu, was haben wir denn hier? Ah, magnifique, wundervoll. Welches Genie hat denn dieses große Meisterwerk kreiert? Dieses Meisterwerk, wie du es bezeichnest, ist von Baby gemalt worden. Baby? Oh, Baby Schlumpf, du wirst einmal ein großartiger Maler. La 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 la. Ach, es geht doch nichts über einen Waldspaziergang. Endlich, endlich, Azrael, der Sieg ist nahe. Gargamel. Na, mal sehen, was er vorhat. Vergiss bloß nie diesen Tag, Azrael. Du darfst ihn niemals vergessen. Er bedeutet nämlich das endgültige Ende für diese stinkenden, miesen, ekelhaften blauen Schlümpfe. Ah, ich glaube, ich höre schon meine neue Geheimwaffe. Erwischt! Ah, du bist ja ein Prachtexemplar. Endlich, Azrael. Mein Plan kann nicht schiefgehen. Armer Gargamel, der gibt wohl nie auf. Was hat er sich denn dieses Mal ausgedacht? Sehr, sehr gut, Baby. Und jetzt versuch es mit dem anderen Zahnrad. Cordon bleu! No, 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 no! Komm, komm, mein kleiner Crouton. Wenn du mal ein großer Maler werden willst, dann musst du noch sehr viel üben. Oh, komm schon, mach keinen Unsinn, Toulousie. Baby wird mal ein großer Ingenieur. Das war mir von Anfang an klar. Sieh doch, was Baby gebastelt hat. Was ist das? Naja, ich bin nicht so ganz sicher. Aber es ist mit Sicherheit das Werk eines großen Mechaniker-Genies, jawohl. Genie ist richtig, aber Baby ist ein Künstler. Mhm. Bitte, bitte, bitte. Was soll denn diese Schlumpferei? Oh, Freunde, hört euch das an. Freie Verse. Baby, du wirst mal ein Poet. Maler. Ingenieur. Oh, Poet. Dieser Platz scheint geeignet, Azrael. Wir wollen doch nicht, dass das in meinem Schloss passiert, oder? Ipso? Facto? Heuschrecke? Maxo? Es funktioniert, Azrael. Es funktioniert. Was für eine geniale Idee. Richtig so, vermehrt euch. 100-fach, 1000-fach, nein, 1000000-fach. Es klappt, Azrael. Es funktioniert. Was habe ich immer gesagt, Azrael? Zerstöre den Wald und du zerstörst die Schlümpfe. Wenn ich mir vorstelle, dass dieser blöde Gargamel doch tatsächlich glaubt, so ein kleines Insekt. Doch andererseits, was mag dieses Geräusch wohl bedeuten? Oh nein! Die Heuschrecken vernichten den ganzen Wald. Das war also Gargamels Absicht. Ich muss etwas dagegen unternehmen, und zwar sofort. Schnell, meine Freunde, bringt euch in Sicherheit! Ich muss das Dorf erreichen, bevor es zu spät ist. Das ist doch nicht zu fassen. Sie haben mir den Weg abgeschnitten. Ich bin eingeschlossen. Baby Schlumpf, ich wünschte, ich hätte so viel Talent wie du. Ja, ja, wirklich. Was ist denn das für eine Musik? Welch wundervoller Klang. Oh, Baby ist ein musikalisches Genie. Du nur auch noch. Warum glaubt ihr alle, dass Baby ein Genie ist? Ich erkenne ein Genie sofort, wenn ich es höre. Bis er so gut spielen kann wie ich, wird es natürlich noch eine Weile dauern. Versuch es nachzuspielen, Kleiner. Perfekt ist es noch nicht, aber das Talent ist zu erkennen. Komm, Baby, wir müssen uns langsam wieder der Technik widmen. Ah, Baby, komm, gleich beginnt deine Malstunde. Ihr beide irrt euch, Baby wird nämlich ein großer Musiker. Ein Musiker? Ein Musiker? Mein armes Baby. Zeit fürs Mittagessen. Du wirst niemals erwachsen werden, wenn du nicht ordentlich isst. Oh, Schlumpfine!
Ich denke, heute bin ich dran, Baby zu füttern. Darf ich? Oh, klar, Schlaubi, danke. Dieses Mal will ich meine kleinen Schlümpfe nicht mehr retten können. Federchen! Danke, Federchen. Flieg schneller. Wir müssen in Schlumpfdorf sein, bevor die Heuschrecken kommen. Babyschlumpf, merk dir eins. Ein voller Bauch ist nicht so wichtig wie ein geschulter Geist. Und deshalb werde ich dich jetzt in den einzig wahren Beruf einführen, den die Zukunft für dich vorgesehen hat. Du wirst nämlich ein Intellektueller. Oh Mann, ein Intellektueller. Darf ich zusehen? Du kannst mir sogar helfen. Das reicht nicht. Hier. Schon besser. All das und das. Das hier ist gar nicht so schlecht. Das auch nicht. Aber irgendwo zwischen all diesen Büchern... Ja, das ist es. Das hier ist das wichtigste Buch. Alle Zitate von Schlaubi Schlumpf. Wieso hat Papa Schlumpf es nur so dreckig werden lassen? Baby, was hast du angestellt? Baby, wie soll Papa Schlumpf jetzt wissen, welche Chemikalie welche ist? Du kannst ihn gleich selbst fragen. Da vorne kommt er. Oh, bitte, Clumsy, sag bloß Papa Schlumpf nichts davon. Wir wollen doch nicht, dass er böse auf Baby ist, oder? Nein, nein, das will ich natürlich auch nicht. Aber was ist, wenn... Du bringst Baby raus und ich versuche, alles wieder in Ordnung zu bringen. Baby wird ein großer Maler, Papa Schlumpf. Nicht jetzt, meine kleinen Schlümpfe. Wir befinden uns in einer lebensbedrohenden Gefahr. Heuschrecken, Millionen von Heuschrecken. Das ist wieder mal Gargamels Werk. Sie kommen hierher. Ich muss sofort etwas mixen, womit ich sie aufhalten kann. Schlaubi, wo ist die Flasche mit Drachenquallen abgeblieben? Schnell, Schlaubi! Hier ist die, Papa Schlumpf. Das heißt, ich hoffe es. Schnell, meine kleinen Schlümpfe, sie fressen sonst alles auf! Sie fressen alles auf, meinst du? Meine Toten, das ist das Ende der Welt! Feuer! Deine Formel hat leider nicht funktioniert, Papa Schlumpf. Was ist schiefgelaufen? Ich weiß es nicht. Es waren die richtigen Zutaten, da bin ich ganz sicher. Na gut, wir haben immer noch genug Zeit für einen zweiten Versuch. Wenn ich nur wüsste, woran es gelegen hat. Papa Schlumpf! Papa Schlumpf, ich muss dir was erzählen. Ich verstehe das nicht. Ich bin sicher, ich habe alles genau abgewogen. Oh, Papa Schlumpf, bitte vergib mir. Dir vergeben? Was, Schlaubi? Die Formel funktioniert nicht, weil Baby doch ein Intellektueller werden soll. Ja. Ich verstehe kein Wort. Also, das war so. Ich hatte vor, Baby etwas beizubringen. Aber Baby hat die Etikette deiner Chemikalien abgerissen und ich habe sie wieder draufgeklebt. Nur leider alle falsch. Oh nein, das bedeutet, ich muss herausfinden, welche die richtige ist. Wir reden noch darüber, Schlaubi. Schnell, Papa Schlumpf, die Heuschrecken erreichen schon die Dorfgrenze. Schnell, meine kleinen Schlümpfe. Fertig, Papa Schlumpf. Es funktioniert, Papa Schlumpf. Es werden immer weniger. Tatsächlich. Sie sind weg. Die Heuschrecken sind verschwunden. Ja. Sieh dir diese wundervollen dürren Äste an, Azrael. Ist das nicht ein herrlicher Tag? In ein paar Minuten werden sie vorbeikommen, diese kleinen Schlumpfbärenfresser. Doch jetzt haben sie nichts mehr zu fressen. Sie haben auch keinen Wald mehr, in dem sie sich verstecken können. Jetzt kommen sie in mein Netz. Wieso höre ich denn die Heuschrecken nicht mehr? Es werden immer weniger. Das ist Papa Schlumpfs Werk. Wieso kann ich denn nie gewinnen? Wieso nur kann ich nicht ein... Du mieser, blöder Verräter! Verschwinde hier! Los, macht, dass ihr verschwindet! Danke, dass du uns vor den Heuschrecken gerettet hast, Papa Schlumpf. Wir sind ja so froh. Allerdings sind wir auch sehr traurig über das, was mit dem Wald passiert ist. Das verstehe ich sehr gut. Doch der Wald wird sich erholen, so wie der nächste Regen fällt. Ja, meine kleinen Schlümpfe. Der Wald wird jetzt durch den Regen tatsächlich wieder schön grün. Das konnte ich vorhersagen. Doch eine Sache kann wirklich niemand vorhersagen. Und das ist die Frage, welche Rolle Baby Schlumpf später einmal spielen wird. Maler, Chefkoch, Ingenieur, wer weiß das schon? Das sollten wir alle in Ruhe abwarten. Und nun lasst uns mit einem kleinen Tänzchen diesen wundervollen Regen feiern.
Schlumpf, es tut mir leid, dass durch mich so viele Probleme entstanden sind. Ich verzeihe dir, Schlaubi. Vorausgesetzt, du hast endlich gelernt, dass niemand so schlau ist, wie er denkt. Oh ja, das habe ich, Papa Schlumpf. Aber dafür ist dir doch aufgefallen, dass Baby Schlumpf sicher mal ein Intellektueller wird, oder? Ich weiß es nicht, was aus Baby Schlumpf einmal werden wird. Jetzt geh endlich zu den anderen und tanz! Mhm.